Ihr müsst euch bewusst sein, nur eine schöne Frage. Ja, ich hab so Stress oder was? Die geil, ich schmeiß dich raus. Ich nehm die dir weg, ey. Die Größe der Brust ist dabei nicht entscheidend, sondern eher die Form. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbst raus. 2013 kommt das neue Watch Dogs. Ich bin bei Con Air. Haha, Ratter hatte Ticket. Sind das schon drauf? Ja. Jo, auf jeden Fall, Lö. Das ist übelst sexy, auf jeden Fall. Du bist klein. Hier mit einer Arschbacke auf der oberen Matratze und mit der anderen auf der unteren Matratze. Das ist echt sexy. Yo. Ich sitze echt gemütlich. Ich auch. Schön, ich auch. Denn, wenn ich mich nicht täusche, müsste der Kanal Borderline Nosterafu heute die 60.000 Abonnentenmarke geknackt haben. Bitte alle mal. Ja, langsam wird's ernst. So, und ich würde sagen, Kalle ist auch wieder da. Wir starten mit dem Feedback. Los geht's. Wir haben übrigens richtig geknackt. Dann heute noch nicht. Also heute auch. Oh mein Gott, das sind 59.998. Fuck, ich hab gelogen. Scheiße. Nee, 99. Nee. Du hast voll gelogen. Naja. Hier, ich hab gedacht, du machst eine Ansage wegen dem Kranken, der da schon wieder rausguckt. Ja, nee, das kommt. Da müssen die Leute schon bis Ende angucken, sonst. Das ist jetzt die Bridge. Das ist der Cliffhanger. Ja, klar. Ohne dass es eine Cliff gibt. Es gibt quasi eine Bridge, über die ihr gehen müsst. Also. Es ist kein Cliffhanger. Es ist eine hängende Bridge. Bridgegänger. Genau, und diese Bridge überquert ihr ab jetzt das Intro. Oh, Watch Dogs. Nein, das kann man schon. Weißt du, wie das funktioniert hier? Ja, schon, ja, stimmt. Na, dann fügst du jetzt aber schnell die Frage. Gut, lass gut sein, wir machen Beginn. Deswegen nehmen wir jetzt einfach Mr. Zwiebelbaguette zur ersten Frage. Was mit Leo Rex? Achso, Leo Rex hat darauf geantwortet, der coole Typ. Deswegen. Das ist erstmal eine Frage. Freut ihr euch eigentlich auch so auf GTA 5? Ja, also da könnte ich. Ja, ich habe sogar übrigens, falls du da gerade vorliest, das mit dem Film, das machen wir am Ende, weil mehrere haben sich gewünscht, dass wir öfter so größere Diskussionen machen und da gucke ich jetzt mal immer so, was die größte Sache ist, über die man länger reden könnte. Und da sind zwei Fragen über Filme und so und dann reden wir am Ende halt nochmal ausführlich über Film-Scheiß. GTA 5 ist der einzige Grund, warum ich meine PlayStation 3 noch habe. Die habe ich seit, weiß ich nicht, wie vielen Monaten nicht mehr angefasst. Und ich warte nur darauf, dass GTA 5 kommt und dann. Kommt GTA 5 auch für die New Generation Konsole? Nein. Das steht nicht fest. Noch nicht. Früher oder später bestimmt. Ja, aber ich bin gut. Froh, dass GTA 5 kommt, weil ich dann mein Freund für ein paar Tage los bin. Ja. Ich, also GTA 5 wäre für mich der einzige Grund, mal eine richtige Current-Gen-Konsole zu besorgen, wie eine Xbox oder PlayStation 3. Wieso? Verfügst du über so etwas nicht? Ich besitze. Du bist so böse. Ich besitze leider nur eine Wii U. Aber dafür habe ich da. Nee, das haben muss mehr. Hast du mitgekriegt, dass die bis jetzt so 160.000 Mal verkauft wurde? Ich bin einer von 10 stolzen Wii U-Besitzer weltweit. Ja. Die anderen wurden, glaube ich, von Nintendo selbst gekauft, damit es nicht so scheiße aussieht. 160.000 Mal? Wo? Auf der Welt? Weltweit. Nee. Weltweit 3 Millionen, sonst was. Nee. Schon, ja. Und am letzten Quartal oder so. Ja, das kann sein, das ist aber trotzdem nicht viel. Aber siehst du erstmal. Das ist nichts. Das ist nichts. Interessant. Das ist nichts. Aber bleiben wir bei GTA 5. Genau. Meine zweite Frage. Welchen der drei Charaktere findet ihr eigentlich am besten? Also ich finde den Psycho richtig geil. Also mich. Wir machen nämlich voll das GTA 5 Video. Genau. Hoffe ich mal. Nicht, dass wir das jetzt ankündigen und dann wird es voll scheiße und dann machen wir es doch nicht. Da wäre ich dann Trevor. Kalle ist Michael. Und unser hauseigener Neger da drüben ist Franklin. Dafür schneide ich mir die Haare. Auf dem einen Foto siehst du übrigens übelst schwarz aus. Welche? Auf dem, was ich dir an die Pinwand gepostet. Ach, das Hübsche? Ja. Leo Rex hat dann gesagt, was Trevor und Franklins Hund sind am geilsten. Ist ja eh so Hunde sind ja jetzt sehr im Trend bei Spielen. Ja. Ist ja immer Hunde, jedes Spiel braucht Hunde irgendwie. Glaubt ihr, der Hund stirbt bei dem nächsten Call of Duty? Klar, man wird den übelst als Freund gewinnen und dann voll emotional am Ende stirbt er. Ja, und die Sache. Toll, das wird dann im Endeffekt hier genau wie mit Soul. Und Soul stirbt und auf einmal im nächsten Teil lebt er wieder. Wer ist denn Soul? Na, dieser Nigger, der im vierten Teil gestorben ist. Nee, das war nicht mal ein Nigger. Er hat das N-Wort gesagt. Es war dann auch mein Nigger. Das ist ein Nigger, der da gestorben ist. Was machst du denn? Welches Spiel ist überhaupt? Alter, Alligator ist GTA 4, da ist Platz der gestorben. 3. Und in MW3 hat er auf einmal wieder gelebt. Nicht GTA 4, du bist Call of Duty 4. Das ist natürlich schön, wenn das spielübergreifende Storys sind. Dass der in GTA 4 stirbt und dann in Modern Warfare kommt er wieder. Ja, aber in alle zusammen, das ist ein Konzern, das sagst du. Was wollte ich sagen? Wenn das ein anderes Spiel macht, gell, da sagen alle, aber wenn jetzt Call of Duty sagt, hey,
bring mal einen Hund rein, dann fangen sie gleich alle an mit haten. Stell dir so vor, bei wir haben diesen hier. Hund, wie die den Hund beworben haben, darum geht's. Guck doch mal. Ja, wie haben sie den beworben? Der ist super, der kann was ja. machen. Sie können doch einfach mal ein Spiel machen, was nicht na, so wenn, ist. Wenn I Am Legend, ja, da war ich mit Kalle im Kino, als der rauskam, ja. Wenn der am Trailer wirbt, hey, da gibt's einen Hund, da haben sich bestimmt auch einige gedacht, der stirbt dann bestimmt. Und trotzdem, ja. Kann ich nicht viel zu sagen. Der ist gestorben. Der ist gestorben, ja, das war voll emotional. Ja, aber jetzt kennt man's, wie man alles kennt, oh, was in Call of Duty vorkommt. Hab ich übelst gespoilert jetzt. I Am Legend. Aber ich glaube, jeder kennt schon diesen Bild. Kauf's mir wie jedes andere Call of Duty nicht, also. Ich kauf's mir im Endeffekt eh wieder. Es sei denn, es wird wieder. Du bist einer von diesen, ja. Ich bin. Seit dem vierten Teil habe ich jeden Teil gekauft. Jeden. Das sind jedes Jahr 55 Euro, wo ich mich. Jetzt nach kommt, Modern kommt. Warfare 2 habe ich mich jedes Mal in den Arsch gebissen. Das ist übrigens Nico. Sehr gut. Das wollte ich da Fotos machen. Aber ihr habt ihn ja spätestens im Giga Wir gehen nach Berlin Video mal gesehen. Das ist voll weggehatet. Weil wir den Spasten da mitgenommen haben. Wurde es gehatet, ja. Nee, also bei Giga wurde es ein bisschen gehatet, aber nicht bei uns. Auf jeden Fall ist das nämlich das Geile, weil in Saturn keiner die Wii U-Spiele kauft, weil keiner eine hat, gibt es jetzt übelst günstig, also viel runtergesetzt. Da gibt es hier. Fühlt sich dadurch jetzt besser? Black Ops 2 für 15 Euro. Na, das ist ein. Das ist auch nicht mehr wert. Mehr wert nicht, aber kostet für andere Konsolen mehr. Das ist nicht mal 15 Euro wert, wenn man zu. Wert! Willkommen bei Video Game Real Talk TV. Ja, Feedback, ja. Nostra Feedback, hier ist alles vereint. Habt ihr jetzt echt die 1000 Minuten oder was das war hochgeladen? Sieht ganz so aus, oder? Von wem ist die Frage? Ja, nee. Achso, scheiße, das hatten wir auch noch mal. Elf Jupiter. Und das alle zwei Wochen. Jupiter. Das haben wir nicht hochgeladen, das haben wir auf DVD, YouTube eingeschickt und wir haben das dann installiert. Wir haben das einfach auf ihre Server gespielt und da war das auch immer da. Ja, also hochgeladen haben wir das nicht. Ja, das Netz ist ja nicht das allerbeste, ne? Special. Dein Netz ist nicht das allerbeste. Mensch, Nico, der Kalle ist dran. Special. Du hast der neue Phantom Mensch, Zero. Der Kalle ist dran. Scheiße. Hey. Warum die bitte? Jetzt wird's eng. A Special Artistry. Was ist technisch gesehen die beste Farbe? Schwarz. Grün. Weil es keine Farbe was ist. Was riecht technisch gesehen? Nein, das ist eng mit Kalle. Also ich glaube, für Bildschirme am Energiesparen ist schwarz. Ja, bei den ausgemacht hast wahrscheinlich. Sehr viel mit Schwarz arbeitet, dann ist das technisch gesehen zum Beispiel sehr stromsparend. Ja, das lädt ja auch dann weniger, wenn ein YouTube-Video viel Schwarz hat. Weißt du? Technisch gesehen die beste Farbe. Aber Schwarz ist halt eine Farbe, offiziell. Ja. Nimm mal Weiß. Egal, die nächste Frage ist viel interessanter von der Special Artistry. Hat Kalle schon mal ein Eichhörnchen vergewaltigt? Ja. Ja, nicht nur einmal. Das hieß Nico. Das kleine Wieselchen. In Berlin, das ist das beste Beispiel, ja, wo in meinem Arm lag, der Assi. Ich hoffe, das Foto habe ich auch. Ach, der stellt sich. Das ist in Facebook. Das ist auch ja, sehr gut. Aber es ist so gut. Ohne Scheiß. Es sah aus, als würdet ihr gleich irgendwie traumatisch losknutschen. Ohne Scheiß. Kalle sagt noch vorm Einschlafen zu mir, hauch mir nicht ins Ohr, dreh dich um. Ich wach früh auf und er liegt auf meiner Schulter. Ich bin wach geworden, weil ich deinen Fuß im Gesicht hatte. Das war so widerlich. Du hast so große Zehen und die sind so fußig. Ich hatte die Beine direkt hier. Ja. Ja, ich fühlst du dich, wenn du aufwachst und auf einmal Robin siehst? Da muss dir doch genau so Scheiße gehen. Nein, oder? Robin ist hübsch und er ist nicht so eklig wie du. Okay. Meine Füße. Auf jeden Fall. Sind nicht besonders hübsch, du kannst sie nachher mal zeigen. Jetzt. Die sind echt gut eigentlich. Das Bild ein. Jetzt. Aber es war sehr süß, wie wir uns die Decke geteilt haben. Ich glaube, an dieser Stelle muss ich mal das Foto von euch beiden einblenden. Gut, jetzt habe ich es eingeblendet. So. Das betrifft nicht Schweigen. Ja. Vom vergewaltigten Eichhörnchen. Das haben wir schon mal irgendwo eingeblendet. Ja, na klar. Aber das warum weiß ja nicht jeder. A Special Artistry. Mal wieder. Wenn jeder von euch die Hautfarbe passend zur Lieblingsfarbe. Farben hast du so irgendwie ein bisschen, ne? Weil das euch gegenüberliegende Person. Ach du Scheiße, Alter. Wenn jeder von euch die Hautfarbe passend zur Lieblingsfarbe des euch gegenüberliegenden Person besitzen würde, der euch gegenüberliegenden Person. Besitzen würde. Ich glaube, das ergibt keinen Sinn mehr. Hättet ihr dann trotzdem die Freiheit, Schokoladeneis anstelle von der SPD wählen zu dürfen? Ja, ich hoffe doch. Übergehen wir das? Also ich habe auf jeden Fall, nein, wir gehen das auf jeden Fall nicht, also. Da geht es um Politik, um Religion und das ist alles drin, Alter. Und Rassen. Das ist ja wie ein Spielfilm. Und Eis.
Und das ist quasi Faust. Ist das nee, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der dieser tschechische Typ, der da... Pizza! Da war da dieser tschechische Typ, der durfte auf seinem Personalausweis Nudelsieb tragen, weil er weil er das Spaghetti-Monster anbetet. Das fliegende Spaghetti-Monster, weil das ist ja auch eine Religion. Und das war auf jeden Fall ziemlich witzig, es waren Tschechen. Aber es wurde dann irgendwie doch scheiße gefunden. Ja. Ja, voll ab leider. Weil es doch keine angesehene Religion. Zitroneneis ist Beste, wo gibt Haftbefehl. Emaho. Mr. Zwiebelbaguette. Ich weiß ja immer noch nicht, wie man Yuna von Final Fantasy X schreibt. Bitte um Aufklärung. Ja, die heben wir uns auf, wenn Robin wieder da ist. Ist es die, wo sich Robin an Penis gefasst hat? Ja, okay. Das ist die. Das sind doch cool, das ist für Internet. Ja, aber Robin will da zum Bestimmen noch was Schönes sagen. Na, dass er sich an Penis zugespielt hat, die Story kennen wir. Wie man sie schreibt. Wie er sich voll ein Deck geschrubbt hat. Ja, nein, er hat sich nur selbst berührt. Ah ja, er natürlich. Hat nicht geschrubbt. Natürlich. Tote Gurke. Regnet das? So, ich hab's geschafft. Ich habe euch jetzt so vor einer Woche entdeckt und hab mir jetzt über die letzten drei Nächte alle Feedback-Folgen im Fullscreen mit einem einzigen Monitor angesehen. Ja, ist doch Play, der Alter. Alle sind im Moment im Urlaub und alleine zocken ist langweilig, das stimmt allerdings. Ihr seid echt klasse und kann mir locker die Folgen in der nächsten reinziehen. Nur zu meiner Frage, wie kommt man von Skate-Videos dazu, Hasenkostüme an die Städte zu reisen? Jetzt müsst ihr erstmal mit Pizza wiederkommen. Das beantwortet ihr einfach die Frage. Das also ihr habt doch, das Zeug habt ihr doch vorher immer schon, also so nebenbei mal gemacht, nur irgendwie nie gefilmt, oder? Ja. Ihr wart doch vorher schon immer dumm. Genau, aber gefilmt wurden dann die Skate-Videos zuerst, weil das ja wahrscheinlich dann auf YouTube sehr oft und sehr gern gesehen wurde. Anna, du bist eine Frau. Ja, sie holt sich gerade Bier. Sie trinkt Bier. Eine Frau. Manch anderer Mann ist nicht. Klar. Anna, du bist eine Frau. Ich glaube, das braucht auch noch auf Frauen, bis wir das beantworten. Habt ihr mal ein Feuerzeug zum. Ja. Ich will den Moment sehen. Ja, wir haben, also es stimmt schon so, wie es gesagt, wir haben früher mal ganz viel gebaut. Scheiße gebaut, halt so, wie es halt alle Jugendlichen machen, so. Und Alter, dann, Kackmuckel, ich weiß genau, dass du das hast, der Rot, das hat nichts. Was hab ich? Und dann kam unsere, Ketchup, das ist gut. Unsere Kamera dazu. Ey, also sag mal, wie man... Yuna schreibt hier von Final Fantasy. Mit Y. Und warum ist die so geil, Ronald? Nicht, aber, das ist ja klar, aber jugendliche Fantasien verschwebt das halt. Na, guck mal, wo das Pizzabrot drin ist, nicht, dass einer außer Nick oder angeauscht ist. So Leute, jetzt müsst ihr mit unserem Schmacken klarkommen. Ja, also es gibt nicht, aber... Wie kommt man eigentlich von... Robin, wir kommen eigentlich von Skate-Videos dazu, Hasenkostüme in andere Städte zu reisen? Ah, scheiße, das ist eigentlich eine wichtige Frage. Ja, die ist ziemlich gut, die Frage. Gib mir Ketchup. Ich krieg die große. Das ist die große. Die also angefangen hat es ja damit, dass wir erstmal eine Kamera hatten, eine gute, weil davor hatten wir nur so einen Scheiß. Ich will Ketchup. Das ist ja meine. So eine Scheißkamera. Da haben wir, haben wir gefilmt? Carsurfing. Carsurfing und so. Ah ja, stimmt. Your Time Is Coming auch schon gesammelt. Ja. Und wenn man da eine gute Kamera hat, ist die Motivation natürlich größer, ein Video zu machen. Das ist übrigens nett. Ich hänge mich mal hier so rein, weil die Kommentare sind ja jetzt hier oben. Ja. Und wie hat es dann angefangen? Ja, das Hasenkostüm habe ich ja von der Mutter von einem Freund gekriegt. Zu Weihnachten geschenkt. Und... Ja, dann hatten wir das. Und wie kamst du den Städtereisen? Aber wir haben da vorher schon gefilmt. Wir hatten halt Bock. Na, Städtereisen, wir haben ein London-Video gemacht. Der ist scharf, ne? Klassenfahrt war das, gell? Aber ja, Kursfahrt. Wir sollten natürlich übelste Aufgaben. Das war auch richtig geil. Wir sollten natürlich übelste Aufgaben machen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Aber da wir eine übelst coole Lehrerin hatten, war das auch nicht schlimm. Das war so witzig. Ja, weil du die hattest und ich nicht, Alter. Robin war in der geilen Parallelklasse, wo die Klassenlehrerin total verplant und verpeilt ist und ich, Alter. Ich hatte dann noch das Gespräch mit Frau. Mit Frau Pieps. Und Schorcht. Ja. Und, weißt du, dass wir doch bitte nicht rumlaufen sollen, dass sie Scheiße machen sollen. Weißt du noch, wir waren kurz davor, in dieses eine Ding zu gehen. Und du, ja, du hast schon mit Frau Ding, mit deiner geredet, ja. Und dann bin ich noch zu meiner gegangen, gefragt, ja, wir würden jetzt gern da zu diesem Dings hier gehen. Also, Stefan, wir haben jetzt hier diese Tour in diesem Piratenschiff, was du sicher, wo wir hin wollten. Ne? Ja, aber ja, Stefan, müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, wenn wir in Deutschland sind, ne? Habt ihr drüber geredet? Wir sollten auf jeden Fall nebenher so ein, ich weiß nicht, ob ihr das auch machen solltet, so ein Tagebuch schreiben. Und jedes Mal, wenn ich mit meiner Lehrerin geredet hatte, hatte ich halt schon immer so ein kleines Buch in der Hand und habe gesagt, ja, ich schreibe hier währenddessen rein. Habe dann mein Tagebuch so geschrieben, als würde ich gerade jetzt das alles erleben und habe dann 15 Punkte gekriegt. Übelsten Scheiß ist das geschrieben, ey. Übelsten Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob wir Punkte dafür gekriegt haben, aber alte Fehler. Auf jeden Fall war das geil und dadurch, das nächste Mal dann Berlin.
Aber wir waren gar nicht für das Video in Berlin, sondern um eine Kugel zu besuchen und haben halt auch ein Video gemacht. Und so hat sich das etabliert. Ja. Also wenn man sowieso schon eine Kamera hat und sich beim Skaten filmt und dann noch auch noch cool drauf ist, dann kommt dann sowas. Ich esse bei Robin übrigens nie wieder was Scharfes. Warum? Kannst du dich nicht mehr dran erinnern. Ach so, du hast doch mit dem geklauten Eis runterspülen können. Hab ich doch. Naja. Hat auch trotzdem nicht geholfen. Das sieht ja aus wie so eine Wasserleiche. Ja, Mr. Zwiebelbaguette auf jeden Fall extrem. Mach du einfach die Kamera. Mr. Zwiebelbaguette auf jeden Fall. Mr. Zwiebelbaguette auf jeden Fall extrem aktiv. Und ja, das hat man glaube ich schon mal. Wie lange brauchst du, um so ein Feedback zusammenzuschneiden? Bei über 2 Stunden Videolänge muss schon sehr aufwendig sein. Das ist ja eigentlich nur ein Stück hochgepackt und manchmal macht Robin dann noch irgendwelche Faxen rein. Wie zum Beispiel, ja, wenn ich Frau Schorch sage oder Frau Emrich, dann muss er das auf jeden Fall rauspiepsen. Naja, das Aufwendigste ist hier oben die Kommentare zu machen. Ansonsten höre ich mir das Ding in doppelter Geschwindigkeit an. Deswegen geht es relativ schnell. Und mache halt, wie Kalle gesagt hat, ganz selten mal ein paar Faxen rein, aber sonst geht das. Das Hochladen und das Rendern vor allem, das dauert ewig. Naja, weil du nicht genug Arbeitsspeicher und Prozessorleistung hast, du Bimbo. Genau. Wie lange ungefähr, Robin? Sag mal für die Fans. 10 Stunden. Zusammen oder beides? Was? Jeweils oder zusammen? Zusammen ungefähr 25. Nee, nicht mehr, noch mehr. Nee, nicht mal noch mehr. Die Kacken. Mhm. Ach, du isst jetzt gar nicht, ich habe auch mehr, ich kann auch mal ein bisschen. Peroxyacetylnitrat. Ey, ist voll symmetrisch. In der Mitte die Biatches, dann nehmen die Fans, dann der Haschbarkus und im Vordergrund sind die, so die coolsten. Ja. Ach, das letzte Feedback war das. Ja, das war witzig. Ich bin die coolste und ich sitze in der Mitte. Du bist die Biatch. Du bist die Biatch. Auf jeden Fall übelst gut. Fick dich, Perlsmann! Ja? Ey, toll, die abonniert uns bestimmt. So, ja, bestimmt. Kalle kann auch mal essen. Die Funboys. Sorry, aber der Typ ist. Ah, jetzt geht's nämlich los. Der Typ ist so der Abfuck. Er versucht immer so zwanghaft lustig zu sein und will immer recht haben. Und am allerallerschlimmsten ist, dass er immer alles besser weiß. Viel schon nett. Trotzdem geiler Feedback-Podcast. Jo, das kam ja nicht bei euch so gut an, unser Special Guest letzte Folge. Du isst gerade nicht, was sagst du denn? Das ist mir egal, was ihr über den netten Amadeus sagt. Der hat mir Bier mitgebracht und hat einen Platz in meinem Herzen, weil er auf meinem Kellerboden geschlafen hat. Und wer ihn hatet, der wird von mir gehatet, so. Nee, ich finde das okay, dass ihr eure Meinung sagt, aber wäre halt immer cool, dass ihr das so sagt, dass ihr wirklich bedenkt, dass es auch einen echten Menschen gibt mit Gefühlen, der das am Ende liest. Also wenn ihr jetzt sowas schreibt wie so eine Hure, so eine Bitch, da soll ich verpissen, ey, geh dich erhängen. Da ist ein Typ, der liest das wirklich und der nimmt sich das vielleicht zu Herzen. Genau, dann nimmt er sich das Leben. Und dann seid ihr daran schuld. Anna, sie ist doch nicht so ins Lächerliche. Ja, das stimmt schon. Allerdings, das ist mir zu dumm, ich immer hier so ins Bild zu lehnen. Deswegen mache ich das mal so. Ja. Na, das ist auf jeden Fall viel klüger. Ist man Stück Pizza Hand? ist mal richtig, du tust dir nur so. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich kann mich da übelst schwer konzentrieren nur irgendwie. Ich bin nicht so. Ja, da steht halt jemand dahinter. Normalerweise, mein Gott, ich meine, wir kriegen ja auch ab und zu mal Hate ab, ja. Mhm. Aber wenn das so konzentriert ist, weil das waren ja wirklich sehr viele Kommentare, ja. Dann kann das natürlich schon mal, aber naja. Stell dir mal vor, ihr seid als Fan, ihr gebt euch so Mühe, ihr kommt als Fan, ja, zu euren Idolen, macht dann Feedback und denkt vielleicht, ihr reißt's wirklich, ja. Und dann kommen solche Hater. Nee, und dann geht ihr, guckt das Feedback und scrollt durch und denkt so, jetzt denken die bestimmt hier, oh, cool, dass ihr mal Fans ändert, scrollt durch und singt. Alle Spacken. Müsst ihr halt auch gucken, dass ihr einfach dieses Schwarmdenken, einfach nur weil jetzt 10 Leute das geschrieben haben, müsste jetzt nicht unbedingt der Hälfte sein, der jetzt auch nochmal einen reindrückt und sagt hier und so. Und, weißt du, und genau das ist der Punkt bei YouTube. Dass wenn einer schreibt irgendwas Dummes, also sagt zum Beispiel das und das war scheiße und automatisch sagen gleich 30 andere Leute auch noch das war scheiße, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht der Meinung sind. Das ist bei Facebook auch gerne mal so. Da fällt einem irgendwas auf, was dumm ist und alle anderen schreiben auch gleich hin, ja, das war dumm. Ich meine, das ist normal, das ist. Es gibt's überall und so, aber überlegt halt selber, macht euch eine eigene Meinung. Wenn euch auf den Sack geht, okay. Well. Ja, er hat uns zwar schon ein paar Mal reingesprochen, aber naja, ne? Das ist ein ernster Vortrag hier. Würdet ihr bitte nicht lachen? Kannst du mal bitte mal ein Gesicht wegmachen? Ja, da kommen bestimmt noch ein paar mehr von diesen Kommentaren.
Nee, aber ich würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr nochmal Fans dabei haben wollt. Überhaupt irgendwelche Fans, die vielleicht nicht so viel in Weimar sind, ob man da nochmal, ob es eine gute Idee ist, überhaupt Fans was. Schreibt bitte genau. In die Kommentare. Ja. Ja, ihr könnt uns natürlich gerne besuchen. Aber das habe ich mir vielleicht auch gedacht, dass es so ein kleiner Anteil vielleicht ist, dass ihr denkt, hätte ich mal da gesessen, wäre es viel cooler gewesen. Ja. Könnte ja sein. Glaube ich auch. Nein. Deshalb war ein anderes Thema, egal. Deshalb besucht uns. Genau, kommt jo, schwärmen. Kommt her, bringt ein Dildo mit, geht's scharf. Robin wurde da 17. Hm. Übernachtung und eine 5 Minuten der Arena ist kostenlos. Ja. Nicht pro Person, pro Fanansturm. Matthäus wollte seine. Irgend so ein Spasti sagt als nächstes: Herr, was, wie heißt der? Herr Rodis Arm Lollubum. Wie sich die Fans gegenseitig übelst am Bashen sind. XD. Das war aber keine Frage, nee, das habe ich dann gemerkt. Fandest du lustig, ja? Ja, nee, naja, ich wollte es ein bisschen Oh, nee! Jetzt kommt sogar gemacht. Kriegst mal eins, weil ich hab's nicht. Nee, mach es mal. Jetzt kommt ich hab das wirklich nicht mehr. Oh, jetzt sehe ich vor der Kamera aus wie ein Fressack. Du bist ein Fressack, guck doch mal an, was für das Ding. Nostra Feedback! Nimmst du mal einen Nüffel aus, mal auf Reise. Was ich sagen wollte, als nächstes kommt ja ein Top-Kommentar, das ist nämlich auch so ein Bash gegen unseren Gast Amadeus. Die Fanboys sagen, nach den ersten 3 Minuten dachte ich schon, dass der neben Robby, in Klammern nicht Daniel, total unsympathisch ist. Da kann er wiederum auch nichts für. So geil, nicht Daniel. Der ist nicht unsympathisch, das ist voll der krasse, coole Typ. Der hat dir mitgebracht. Und das ist zum Beispiel, das ist nicht sehr konstruktiv, so ein Kommentar. Fertsch aus. Ja, ich meine, es kann ja sein, dass es Kollegen gibt, die halt bei vielen Leuten nicht gut ankommen. Ja, man muss auch, aber muss ja, also konstruktiv hin oder her, du musst überlegen, sein das Internet, der kann hier schreiben, was er will, Alter. Ja, wenn das Ding ich kann auch sagen, was ich will. Genau, wir finden das. Wenn das Ding 42 Daumen kriegt, dann ist das jetzt nicht so, dass das jetzt vielleicht nicht nur eine einzelne Meinung ist. Deswegen, ihr könnt ruhig schreiben, was ihr wollt, aber überlegt. Ich darf das ja auch doof finden, oder? Ja, natürlich. Ich meine, ich denke mir auch ultra viele Sachen im Internet so, aber wenn ich dir das gleich so hinschreibe, ich meine, wie gesagt, es gab halt genug andere Menschen, die es einfach hingeschrieben hätten. Weil Ich glaube, er war der Erste. Ich wollte dazu noch sagen, das ist natürlich jetzt hier keine große Sache, ja. Aber wenn du das übertragen immer so machst, nach 3 Minuten schon dein Urteil zu fällen, aber. Ja. Ist ja wahrscheinlich kein finales Urteil gewesen, aber trotzdem. Nach 3 Minuten solltest du da nicht dir schon. Aber ist egal, mach was du denkst. Mr. Zwiebelbaguette hat dann noch was anzumerken. Oh, der antwortet auf irgendjemanden. Verdammt. Auch so ein Hate. Der ja, im Endeffekt lauern die alle das Gleiche. Wir überspringen das mal, oder? Die drei Leute, die... Markierst du das ab? Ja. Also Screenshot. Infinity Project Promo war auch noch Top-Kommentar. Wer der schwarzhaarige Spaß neben... der immer rumheult und versucht zwanghaft witzig zu sein. Nächstes Mal, das ist ein ziemlich krasser Kommentar, macht ihr bitte den zum Döner und fresst ihn. Bei dir jetzt Änderung? Nein. Ich meine auch wieder. Ich denke, Amadeus war blond vorhin, oder? Nee, der war vorhin auch also braunhaarig. Vorhin? Ja, war auch zwischenzeitlich Super Saiyajin, aber. Jo, Jentrik hat den Feedback-Podcast übelst bereichert, oder? Der hat nämlich vom Franchising geredet. Ja, und das Hauptproblem, ja. Aber keiner hat einen Kommentar über Jentrik geschrieben. Und? Er kam auch erst am Ende. Ja. Er macht immerhin Rüberzeitung. Übelst touché. Weil ihr es schafft, ihn zu drehen, aber mich habt ihr letztes Jahr nicht geschafft. Weil du zu schwer bist. Jahr nicht geschafft zu drehen. Seid ihr beide abgerutscht. Dieses Jahr halt muss noch mal machen können. Wir hätten wieso habt ihr das nicht gemacht? Weil du Angst hattest. Hey, das ist Tina. Was? Na, weiter mit den Kommentaren. Tina kommt bestimmt auch mal. Robins kommt schon. Ich bin am Start. Develop 773, tut mir leid. Ich finde Nostra Feedback super, auch wenn sie 2 Stunden dauern. Das freut uns natürlich. Ich müsste mal wieder gucken, wer die wirklich alle komplett schaut bis zum Ende. Gibt's ja auch Statistiken. Jo. Statistik. Ihr wolltet doch den englischen Teil zuerst machen. Haben wir. Ich habe nur halt ans Ende des Videos rangeschnitten. So. So, Alter. Was? Ja, okay. Ja, das ist doch egal, oder? Es geht ja nur darum, dass wir dann beim Englischen nicht mehr so motiviert sind. Okay. Ein bisschen ausgepowert. Darum ging's ja. Zu Assassin's Creed. Erster Teil, sehr eintönig, aber einführende gute Gegenwartsstory. Man wird eigentlich so in die Spielreihe und Mechanik eingeführt. Wie ein Penis mit dem Animus und den Assassinen. Hey Kalle, du hast doch damals den Teil 1 vor mir gespielt. Und mir gezeigt, wie du da auf die Häuser hochkletterst und so. Echt, ja? Mhm. Hab ich hier Robin so angestiftet, ja.
Warte mal, welche war das jetzt? Ach so, sehr eintönig und so, ja. Es ist sehr eintönig. Du spielst es 2 Stunden und du merkst dann einfach, ja, das stimmt, das ist halt nur dasselbe. Ja, es ist auch immer nur dasselbe. Klettern, bisschen rumboxen, klettern. Stimmt schon, aber du bist wahrscheinlich schon so verwirrt durch alle Videospiele, die es auf der Welt gibt. So, das haben sie auch im zweiten und dritten Teil extrem verbessert. So. Naja, aber ich fand es trotzdem auch nicht viel besser. Ich habe zu Brotherhood gespielt. Ja, wie gesagt, immer. Wie gesagt, das war der erste Teil Assassin's Creed 1, Alter, weißt du? Das sind die Antestungen so. Ja, naja, klar. Wenn das ankommt, deswegen war das für damalige Verhältnisse schon ziemlich geil. Es war schon cool, vor allem weil es mal wieder was Neues war irgendwie. Ja, deswegen. Aber jetzt ist das Konzept an sich war halt auch ultra geil. Ja. Obwohl ich dann, ich weiß gar nicht bei welchem Teil das war, ich glaube beim zweiten, wo dann ganz am Ende die Alte in den Kameraview quasi reinblickt und sagt, aber was ist mit euch denn so, ne? Die Handtraining ist so. Das war ein bisschen doof. Zu mir, dieser Sci-Fi-Überkack, das ist genau das Scheiße wie genau die gleiche Scheiße wie beim vierten Teil von Indiana Jones und so. Welcher Teil war denn das, wo die Ladezeiten bei Assassin's Creed so krass waren? Das ist der zweite, wo du immer in diesem weißen Raum standest. Weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, der weiße Raum, der war schon immer, glaube ich. Ich würde sagen, es kann ja eintönig sein vom Design her so, aber wenn da zum Beispiel die Kämpfe mehr Spaß machen würden und die waren halt einfach nur, du stehst da, wartest, bis du angegriffen wirst, konterst und hast gewonnen sozusagen und das ist ein bisschen langweilig. Ja, das geht besser. Das war im zweiten Teil aber auch nicht anders. Irgendwie. Er sagt zum zweiten Teil, im Vergleich zum ersten viele neue Settings, noch bessere Story, hübsche Städte, einfach super. Brotherhood zwanghaft hinzugefügte neue Waffen, die man nicht braucht und alles viel zu einfach machen. Story quasi nicht mehr vorhanden. Zum zweiten wollte ich sagen, dass Venedig eine übelst geile Stadt ist. Der zweite Teil, der war geil. Der hat auch lange Spaß gemacht, aber man hat schnell wieder gemerkt, dass es immer wieder dasselbe war. Du bist trotzdem wieder nur geklettert, du hast die Kämpfe gemacht, du hast gekontert, du hast denen dann die Klinge in den Kopf gehauen und warst fertig. Ja, wenn es das erste Spiel ist, was du von der Serie spielst, dann flasht es dich natürlich. Ja. Aber nach 5 Spielen oder so. Aber der neue Teil, Call of Duty. Der neue Teil, da kann ich mal kurz einhaken, der neue Teil der Reihe sieht echt schon wieder gut aus, muss ich sagen. Ja gut, der dritte sah auch gut aus. Hat mich irgendwie ein bisschen ermüdet. Auf jeden Fall machen wir gerade bei so einem Wettbewerb von Ubisoft mit und da kann man den 4. Teil gewinnen. Und dann würde ich mir den sogar holen, weil er dann kostenlos ist. Haha. Oh. Jo. Im Ende kriegt man dann einen Key oder das? Im Ende kriegt Nein, man kriegt da diese übelste Collector's Edition. Deswegen habe ich gefragt, ob jemand weiß, was da alles drin ist. Verstehst du? Für welche Konsole denn? PS3. Für Wii U sicher nicht. Kannst du mal für PC? Jo, auf jeden Fall sagt er noch, Revelations, keine Story mehr, jedenfalls nicht in der Gegenwart. Was ja das Interessanteste an Assassin's Creed war, Zukunft, mit Vergangenheit, irgendwas Setting, noch mehr unnötige Waffen und irgendwelche Bomben, das stimmt, die Bomben waren echt total sinnlos, die man überhaupt nicht braucht. Man muss Assassin's Creed auch wie eine Assassine spielen, damit es Spaß macht, keine Kämpfe herausfordern und einfach alle totkontern, sondern weglaufen und verstecken. Die Spiele nach Revelations habe ich noch nicht gespielt, bin ich zu geizig. Persönliche Meinung. Ja, ich wollte sagen, das wäre ja geil, wenn da ein optionaler Schwierigkeitsgrad drin wäre. Dass du wirklich irgendwie bei dem ersten Kontakt tot bist. Irgendwie sowas. Dass es halt sich auch lohnt zu kommen. Dass es überhaupt sich nicht lohnt, überhaupt erstmal zu kämpfen, das fände ich gut. Naja, hast du Hitman gespielt? Ja. Absolut. Auf dem allerschwierigsten Schwierigkeitsgrad. Ich auch. Ich habe es auf allen durchgespielt. Sofort beim allerersten Durchlauf habe ich es auf dem schwersten gespielt. Ich hab's auf allen durchgespielt. So. Ohne Anzeigen übrigens auch. Aber ich habe alles ausgestellt. Geiles Spiel. Ja, das war. Muss man sagen, geiles Spiel. Schlecht. Wenn du mal keinen Bock auf Kämpfe hattest, hast du es gelassen. Und wenn du mal rumballern wolltest, hast du rumgeballert. Okay. Jo, genug mit Videospielen. Gummibär 72 sagt, ich bin fast jeden Tag am See, wo so eine künstliche blaue Insel ist, die aus Kanistern, die mit Luft sind, bestehen. Da habe ich den Rückwärtssalto gelernt. Kann den auch mit Schraube, aber den Sideflip bekomme ich einfach nicht hin. Da mache ich bestimmt mal ein Tutorial dazu, so ein shitty Tutorial, müssen wir mal gucken. Das ist nämlich der beste von allen, den kannst du immer machen. Auch auf hartem Boden, weil da kann eigentlich am wenigsten passieren. Theoretisch. Naja. Hab sogar schon blaue Flecken durch die falschen Landungen bekommen. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps, solltest mit oder ohne Anlauf machen. Vorwärts kann ich übrigens auch. Kannst du mittlerweile Seitwärtszeitung? Ja. Siehst du? Guter Mann. Dann erzähl mal. Ich habe auch den Auerbach vom Dreier probiert, aber wie gesagt. Ich mache ihn vom Fünfer, ich glaube, dann klappt er. Oder er sieht aus wie bei Stift. Das könnte natürlich kritisch werden.
2010 oder wo er einfach nur angerannt ist, ohne zu springen und sich einfach nur gedreht hat und überdreht hat. Und das war geil. Ja. So, war fett. Kann ich mal einblenden. Was hat er gemacht? Er hat's gemacht, aber er ist auf den Rücken gefallen. Oh nein! Na, Rühling kann beispielsweise den Auerbach vom Fünfer inzwischen echt gut. Aber. Und ich mache jetzt endlich mit Hohlkreuz. Lange gedauert. Vom Zehner, ja, das sieht sogar mal gar nicht so schlecht aus, weil sonst sah es nämlich echt scheiße aus. Dankeschön. Bitteschön. Jo, du hast 2009 waren wir im Bad, gerne haben die alle gelernt, so in einer Woche irgendwie. Ja. War ziemlich witzig. Haben rumgebaut und Viel cooler fand ich aber, wo du, ob das vom Fünfer, ich weiß nicht, ob das vom Fünfer war, wo du dich rückwärts zum Wasser auf den Turm gesetzt hast und runterfallen lassen hast. Das ist aber übelst creepy, ey, wenn du da echt so... Ja, na, das ist wie, was ich dir erklärt habe. Vorwärts anrennen, vorher so eine 180-Drehung und dann Rückwärtssalto. Das ist genauso. Da weißt du nicht, wo du bist. Das ist echt komisch. Seitwärtssalto machst du mal ein shitty Tutorial. Das hilft bestimmt. Aerial. Das musst du mal lernen. Ja, das stimmt. Ich muss es mal wieder. Du kommst noch nicht so wirklich voran, mit dem wir mit haben. Ja, ich esse ja. Wir essen ja alle. Ich bin wenn wir fertig sind mit Essen, dann mach dir auch mal was zum Thema. Du kannst ja auch lesen. Kalle hat ja die Fragen offen. Wenn du nicht isst, kannst du gerne vorlesen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Über Gummibär 7.2, ja. Kameratyp. Vor einer Woche. Ah, bitte, bitte nennt Herr Rodes Sichernet. Und dann noch eine schöne Frage. Hattet ihr schon mal Sex mit... Ja, welche Gewichtsklasse? Unter 50 Gramm, unter 500 Gramm, unter 5 Kilo oder über 5 Kilo? 5 Gramm nein. Sichernet. Wir nennen Herr Rodes nicht Sichernet. Das kam ja vor allem von Amadeus und nicht von Herodes. Genau. Den können wir sie schon nett nennen. Hat eine Fliege so äußerliche Geschlechtsorgane? Wenn die auf deinem Penis landet, ich weiß ja nicht. Das ist dann kein Sex, glaube ich. Nein, das ist ja nicht. Das wäre echt seltsam, wenn du das Ding in die Fliege reinkriegst. Nee, kriegst du ja nicht, aber. Was haben die getan? Also nein, ich hatte jetzt auch noch keinen Sex mit drin. Ich glaube, das ist eine Waldorfschule. Und hattest, ja, das doch Pflanzen ist was anderes. Damit. Also, hatte jemand schon mal Sex mit Tieren? Nein. Nee, außer kann das Eichhörnchen. Ja, das ist ja. Ich habe mal ein Eichhörnchen gewaltig. Was hast du vorgewaltigt? Eichhörnchen. Okay. Hier, Rack Reliable hat noch hin? Was zum Gaming. Hast du eh keine Ahnung von Assassin's Creed? Robin hat bloß gerade. Ja, das brauchst du nicht geiles Robin lesen. Ich fand's gerade geil, dass Robin gesagt hat: so, ja, jetzt erstmal Schluss mit Gaming und dann gleich die nächste Frage. Achso, noch was, erzähl es aus Prince of Persia entstanden. Aber PvP ist im weitesten, ist im Weiten besser. Alle Moves sehen viel geiler aus. Klettern macht doch mehr Spaß. Dieses Wende-Längslaufen und Gegner umspringen ist einfach irre geil. Da stimme ich zu, es macht echt viel mehr Fehler. Ich habe jetzt die Sense of Time Trilogie. Sense of Time, Warrior Within und The Two Thrones habe ich mir jetzt für 10 Euro runtergeladen. In der HD-Version, ziemlich geil. Guck mal im PlayStation Store, falls du PlayStation-Nutzer bist. Das finde ich ziemlich gutes Schnäppchen, aber du wirst die Spiele höchstwahrscheinlich haben, wenn du das sagst. Dann gucken halt alle anderen mal in den Store. Wenn die das interessiert. Gummibär 7.2, also ich würde für ein T-Shirt bis zu 25 Euro nichts. Denn ich will mich so gesehen ja outen, dass ich euch mag. Und außerdem ist das Logo eh geil. Es freut mich, dass das Logo dir gefällt, weil das ja nur so Notdurft ist, ja. Ich meine. Okay, malst du auf die Stirn, Junge. Spast. Lass es dir tätowieren. Ja, aber 25 Euro finde ich zu viel für ein T-Shirt. Ja. Was? Echt? Wenn da auch noch Versand dazu kommt. Eventuell. Versand vielleicht 25 ist. Willst du jetzt mal was mit einem T-Shirt zu dem Thema sagen? Ja, ich darf es spoilern. Nee, ist schon. Ist verboten. Jetzt passiert was. Ich habe jetzt einen Prototypen gestrickt. Das kann ich endlich essen. Also, das sieht jetzt noch nicht so gut aus. Das sieht genau genommen ziemlich scheiße aus. Naja, ich zeig's euch mal. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Prototyp. Ja. Ja, sieht man den Ninja? Ja, das sieht aus wie ein sexy Kettenhemd. Sieht ihn, ja? Ja, sieht echt aus wie aus einem Swingerclub. Also, habe ich gestrickt. Ist es warm mit dem Unterhemd? Ziemlich warm.
Das geht schon kaputt und. Das geht nicht kaputt, das hat keine Ärmel. Das hat keine Ärmel, das ist halt 25 Euro nur wert. Schuss. Und hinten steht Nosferatu, man kann es aber nicht lesen. Sieht man das in der Kamera? Du musst viel weiter runter. Das sind die Kommentare. Du kannst, zeig mal geh her. Doch mal in die Knie. Das hast du noch nicht gesehen. Zeig mal her. Ich muss mal das Kabel. Jetzt hab ich alles rum. Oh nein. Du musst jetzt hier bitte die wichtige Geste machen, wo ich hier auf breite Schulter und so. Zeig es mal. Schutze mich bitte. Ich sehe es nicht. Der da sieht man es. Ich will es auch mal sehen. Ach so. TV hat nicht mehr drauf gepasst. Das steht runter, ja. Das ist der Rafu-TV. Also mit ganz viel Fantasie kann man es lesen. Das ist ein Prototyp. Deshalb kostet der ein bisschen mehr, ist aber. Gestrickt oder gehäkelt? Gestrickt. Und wenn ich die Massenproduktion herstelle, dann müssen wir gucken. Und das siehst du dann auf der Gamescom an, genau, dass das eh da, schon mit Piss warm ist. Ja, daran könnt ihr mich dann auf der Gamescom erfahren. Wann? Na, am Freitag und Samstag, glaube ich. Wir fangen, glaube ich, Donnerstag bis Samstag. Du? Ja. Wer sind wir? Na, mit. Weiß nicht, kennst du Semmel? Ich kenn so ja. Ja. Semmel und so. Knödel. Nee. Nicht mit dem. Wir filmen doch mal. Ja, wer noch? Semmel, wer noch? Ja, machen wir ja. Robby, aus welchen Ländern kommen eigentlich eure ausländischen Fans? Denn ich bezweifle, dass sie alle Native Speaker sind, oder? Ich würde sagen, die anderen machen mal kurz weiter und ich guck mal, ich schlag mal die Statistik auf. Okay. Leo Rex. Ja. Ich spiel immer nur Forza und FIFA nebenbei. Anna, krass, ich wusste gar nicht, dass Frauen so gut zielen können. Oder war das eher wegen der Streuung? Keine Ahnung, was ich spiele. Ach so, die Pisse mit dem Mund. Alter, ich wette dich nochmal. Streuung, wie soll das streuen? Das ist ein Strahl. Oh mein Gott, ich kenne ja. Es lief ja nicht permanent in meinem Mund, ja, aber es war schon ein Schwamps. Leo Rex, du solltest dich mehr über die weibliche Anatomie auf jeden Fall belesen. Oh mein Gott, ihr kennt Cheech und Chong nicht. Holt euch eine Zwanni und guckt dabei viel Rauch um nichts oder heiße Träume. Empfehlen kann ich auch nur noch mehr Rauch um überhaupt nichts. Kennst du Cheech und Chong? Nee, gar nicht. Kannte kein Schwein von uns. Nie gehört. Guck mal, da hör mal an. Nehmt einfach 10 bis 20 T-Shirts mit zur Gamescom. Also für mich bitte zur Seite legen. Hm. Bitte nehmt diesen nehmt diesen Schlauberger. Ja, ja. Raus. Aus den Reihen. Ja, 10 bis 20 T-Shirts werden wir auf jeden Fall nicht mitnehmen. Sorry. Das war die beste Antwort. Selbst wenn wir die hätten, würden wir die, glaube ich, nicht mitnehmen, weil der wird zu viel Platz wegnehmen. Im Minikofferraum. Brauchen Platz für Kostüme. Ja, brauchen Platz für Kostüme. Was sollen wir machen? Sollen wir unseren eigenen Stand aufmachen? Das erlauben die uns, glaube ich, nicht, ey. Weißt du, genau. Ich möchte mal gerne, dass man eigentlich so einen Stand kostet auf der Gamescom. Ja, die müssen wir sein. Vor allem Rockstar hat gar keinen Stand. Genau. Und außerdem, glaubt Peter der Meter. Mittlerweile sollte Remiga ja sich eher ein Vorbild an euch nehmen. Das glaube ich kaum. Ich finde, wir machen mittlerweile andere Sachen als er schon. Also, wir unterscheiden uns schon ein bisschen. Alex Wayne. Kalle, ich brauche deine Hilfe. Seit Tagen mache ich nur Miese. Mein Silber verkauft sich nicht. Ich habe das letzte Feedback nicht gesehen. Ich glaube, da ist ein Insider-Witz dabei, den ich noch nicht ganz verstanden habe. Na, oh, das scheiß Silber schon wieder. Das scheiß Silber. Oh. Achso, mit Aktienhandel? Ja. Habt ihr es gesagt, dass wir ein Aktienhandel haben? Nee, das scheiß Silber, das scheiß Silber. Ja, das Silber ist auch in den letzten Tagen ultra gefallen. Ich weiß, ich hatte keine Zeit in den letzten Wochen, deswegen habe ich nicht gehandelt, aber. Der meiste Sirup ist Silber ist ultra scheiße gefallen, aber dafür sind andere Sachen gestiegen, so ProSieben und sowas, Alter. Aber ist egal. Ja, ey, klar, ey, schreib mich doch mal an und dann können wir jetzt gerne mal. Wie soll ich dir den nächsten Kommentar vorlesen? Alex Wayne. Was ist der nächste? Ja, will ich jetzt nicht unbedingt noch sagen. Ja, na klar, was haltet ihr von Zwiebelsohn? Ach so. Ah, nee, ich mach das, ich weite ihn danach. Was ist denn das? Das war ein Zwiebelsohn. Da ist ein Typ auf Facebook, der auch geil ist. So Alter, Zwiebelsohn, so ein Minusmensch und so. So viele Likes und ich mach das und das, so einer ist das. Kriege ich beantworte doch meine Frage. Wir machen doch gerade viel. Nee, wir springen einfach, keine Ahnung. Okay, Zwiebelsohn ist so, also reden wir erstmal mit Zwiebelsohn. Ja. Weil Zwiebelsohn ist auf jeden Fall. Wieder auf jeden Fall so ein. So ein Zeugnis dafür, dass erstens sehr, sehr viele Kids auf Facebook und so unterwegs sind. Die wird sowieso immer jünger, die Altersgrenze sinkt ja. Es gibt kein Schüler-VZ mehr, wo wollen sollen sie denn? Ja, deswegen, ja, sag ich doch. Hab ich doch auch nicht bestritten gerade. So, ja, auf jeden Fall, der Punkt ist, dass der Typ, ich weiß, für die, die es noch nicht gesehen haben, der Typ ist halt Richard, der macht halt immer, sagt halt immer, für so und so viele Likes, dann mache ich das und das. Das sind Sachen, die machen wir, die würden wir zum Beispiel einfach so machen. Weiß ich, der hat sich die Achselhaare angebrannt und sowas und so, weißt du? Ich habe erst gedacht, ich habe den schon gesehen, da hat der, weiß ich nicht, 7000 Likes gehabt oder so. Da habe ich mir gedacht, das wird nichts, aber mittlerweile hat der schon
Ich will nicht lügen, aber über 200.000 auf jeden Fall. Alter. Ich frage mich, ist der, also kriegt der Geld mit dieser Aktion 200, oder? 230. Oder ist es nur Aufmerksamkeitsgeilheit? Das ist Aufmerksamkeitsgeilheit, ganz sicher. Früher oder später kann der Geld draus machen. Ja. Dann würde ich jetzt. Oder ich habe auch Videos gesehen, kann man nicht sogar inzwischen über Facebook Geld machen. Ich habe auch Videos gesehen, wo er bei so einer Nachmittagstalkshow am Start ist und reinkommt und so, und jo, ich wieg 20 Frauen. Das sind halt so diese wirklich diese typischen Aufmerksamkeitsgeilen Menschen so halt. Da ging es halt, was weiß ich, um ja ganz normal, wie es halt in jeder zweiten Nachmittagsshow geht, ich fick die ganzen Weiber und so. Und da ist halt auch angekommen und gesagt, ja, ich hatte 14 Freundinnen parallel und so und die wussten halt nicht voneinander. Und dann haben sie mich alle in einen Raum gesteckt und haben mich alle verprügelt. Das ist natürlich absolute medienverdummte Scheiße, was der labert, das ist niemals passiert. Und kann ich mit Sicherheit sagen, dass es nicht passiert ist. Und ihr müsst einfach gucken, ja, ich verstehe auch nicht, wieso der so viele Likes hat. Also es ist wirklich. Also jeder Kommentar, der da unter irgendeinem Video von ihm steht oder unter irgendeinem Post ist, sind diese Bilder oder hier, warum lebt der denn immer noch oder verpiss dich oder stirb und so. Aber im Endeffekt kriegt er für jeden Post, den er macht, auch immer mindestens 5000 Likes oder so. Also es ist wie jeder Community-getriebene Fanpage-Inhaber ist es Community-abhängig. Und wenn ihr, weißt du, ihr gebt denen den Erfolg, sondern wenn ihr den liked und so und sagt, ja hier und so, macht es. Der hat ja halt auch schon Sachen gemacht wie ja, wenn ich jetzt 10.000 Likes kriege, dann poste ich eine Woche nichts. Das ist natürlich Quatsch, der verarscht dich, Alter. Der hat das zwei Stunden später schon wieder das nächste gepostet, ja. So. Was ich einmal gesehen habe, ist, der setzt sich in so einen Scheißhaufen rein oder so. Der hat seine eigene Pisse mal getrunken und so. Aber ansonsten, weiß ich nicht, das sind halt auch Sachen so, ja, die hat man auch überall schon mal gesehen, so. Aber halt die Kids, die hat so wie, was weiß ich, Jackie ist erst noch kennenlernen oder so. Und die hat viel mehr auf Facebook rumhängen als auf dem Viva oder was weiß ich, Alter. Die feiern sowas schon irgendwo. Deswegen habe ich jetzt genug über den Zwiebelsohn gelabert. Das ist auf jeden Fall. Genau, weil je mehr Aufmerksamkeit du ihm jetzt zollst, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt er. Ja, aber das ist. Er ist Spaß, der ich glaube, unser Feedback. Ja, guckt euch den Typen an. Aber es ist ein Tropfen auf den heißen. Ja. Nee, das ist falsch. Das ist der Tropfen, der ist fast zum Überlaufen. Egal. Leute, um die Aufmerksamkeitsüberleitung zu nutzen. Wir bekommen Aufmerksamkeit aus anderen Ländern, und zwar aus den Vereinigten Staaten in Form von 9.747 Abonnenten. Das ist das zweitgrößte nach Deutschland. Dann haben wir aus dem Vereinigten Königreich 3.500, danach kommt Kanada mit 1.800. Brasilien, ich könnte das auch eigentlich mal einblenden. Das wollte ich eigentlich gerade sagen, ja. Kannst du einblenden. Wie es gesehen aus, kannst du mal ablesen. Ich muss halt nur gucken, dass ihr nichts seht, was ihr nicht sehen dürft. Es gibt zum Beispiel so ein Dings für mobile Uploads, da musst du dich nochmal bestätigen. Da kann jeder was hinschicken, weißt du. So wurde bei Semper-Video schon mal Porn hochgeladen. Ach, lustig. Weil er das gezeigt hat. Das ist ziemlich unvorteilhaft. Semper-Video ist auf jeden Fall cool. Hey, Peter der Mitter ist wieder am Start. Minecraft spiele ich schon lange nicht mehr. Final Fantasy aber. Hauptsache ist ein Game, wo man nicht so abgelenkt ist, dass man euch nicht mehr so aktiv zuhört. Ah, guter Mann. Generell am liebsten Simulation und absolut. Bagger-Simulator. Nee, ja. Und Echtzeitstrategiespiele, beispielsweise Emergency 2013 kenne ich nicht. Ich glaube, als Notarzt sehe ich schon genug Tote im Blut, daher Call of Duty, langweilig, Spaß da drüben. Rollercoaster Tycoon könnt ihr spielen, was hatte ich gerade eben noch im Kopf? Ist Emergency 2013 das mit dem Arzt, der da... Hat er gesagt, dass er Simulatoren spielt? War das der? Ja, ja. Da wollte ich dich nämlich jetzt mal fragen, was ist die Faszination an Simulatoren? Okay, nee, vielleicht meint er ja gar nicht Simulatoren, sondern halt so Sachen wie Freizeitsimulation, Rollercoaster, ja. Oder halt Anno oder sowas. Ach so, na gut. Aufbaustrategiesimulation. Aber wenn du Simulatoren spielst, dann beantworte bitte seine Frage. Ja, das würde mich interessieren, dass du das nächste Mal schreibst, falls du echt so... Weil, also dein Notarzt-Simulator, ja? Also, das... Ich kann mir das nicht vorstellen, wo die ganzen Verkäufe herkommen, weil die werden echt gut gekauft. Das ist eklig, was da gerade passiert. Yo. Was passiert dir gerade? Ich muss gleich mal dann das Video freischalten. Kameratyp ist auf jeden Fall wieder am Start. Was so zu Mediakraft in Giga? Oh, der ist gut. Der stimmt. Ja, dann siehst du mal vor, ich bin noch ein bisschen. Ich hab den noch nicht gefunden. Achso, okay. Achso, zu Mediakraft und Giga. Stellt euch das so vor wie eine Nutze. Nutze. Okay, wie eine Nutze und ein Zuhälter. Mediakraft ist der Zuhälter, der eure Nutte vermarktet und somit ihren Bekanntheitsgrad erhöht und somit ihren Umsatz erhöhen. Ihr könnt jedoch immer noch mit eurer Nutte namens Giga ficken, nur mit dem Unterschied, dass sie mehr Loch gegeben hat. Die Nutte muss den Zuhälter und die anderen Nutten nicht mögen. Aber sie hat den Vorteil,
Aber sie hat den Vorteil. Punkt. Und das Fazit ist eh das Beste. Fazit, die von mir der Kraft sind ein Haufen Schnaps. Das ist so gut erklärt. Endlich erklärt das mal so, dass wir ja alle verstehen. Ja, das alle verstehen. Wir tun Leute hier für das Tarafen. Wir verstehen das uns nicht, wenn wir nicht Nutte und Loch geben, einschalten. Ja, ja, also, aber ich muss sagen, Giga gibt ja nicht nur Loch, die geben ja auch Kontra. Manchmal geben sie auch Anus hin, also. Ich nee, weiß nur so, also, wenn ihr den Podcast verfolgt, dann kriegt ihr das ja auch so mit, dass sie nicht alles einfach machen, was sie bei Mediakraft so sagen und so. Und ich habe ja da auch noch einige Insights und so. Also, die bleiben erstmal geheim, oder was? Was? Bleiben geheim. Naja, ich will jetzt nicht über drei Ecken darüber reden, dass es geheim bleibt. Das ist auf jeden Fall ultra geheim. Nö, intern ist es ja kein Ding. Wir sind ja tausend, die das machen. Ich habe auch ein Geheimnis. Robin hat Geschlechtsverkehr mit David Hein. Ja, das ist aber ein offenes Geheimnis. Nein. Okay. Also, ja, verfolgt halt den Feedback-Podcast von den Leuten. Dann kriegt ihr das auch so mit, dass die halt nicht einfach machen, was das Netzwerk sagt. So. Und das kommunizieren die ja so auch nach außen. Und ich will jetzt auch Mediakraft nicht verteufeln, aber es ist natürlich immer ein bisschen uncool, wenn man noch eine Instanz über sich hat, die da ein bisschen drin rumfuscht. Ja, dann meldest dich an. Können wir dann eine Raucherpause machen? Ja, okay. Oh. Besteht oder ich ja, und Anna gehen schnell und ihr macht einfach weiter. Ja, ich habe schon, ich wäre schon dabei, wenn eine Frage an mich kommt, nicht. Nico. Was sagst du dazu? Sind die von Mediakraft Schlampen? Ich bin überhaupt nicht angeschlossen. Was ist Mediakraft? Das ist was ganz Schönes, sind das Schlampen? Nee, warte mal, das sind noch die Giga über Giga kauft. Irgendwie. Über Giga gekauft haben. Über Giga gekauft haben. Nein, ja, die verwalten quasi nur teilweise den YouTube-Kanal so und geben so Optimierungstipps und so. Na, die machen größtenteils, also ich finde schon ein bisschen. Was zum Beispiel David offen gesagt hat, auch im Podcast. Ja, tut mir leid, weil. Vielleicht willst du das oder willst du an die Brücke schlagen. Was er offen gesagt hat, dass das zum Beispiel kacke ist, dass mit dem Giga-Kanal ganz viele Videos geliked werden aus dem Mediakraft-Netzwerk. So. Und dass dann natürlich die ganzen Abonnenten, wenn die das anhaben, das sehen, dass da irgendwie 20 solche Videos am Tag geliked werden. Und dann werden die dann natürlich damit belästigt, obwohl die es nicht interessiert. So. Also, und das ist halt immer, wenn machen halt die Leute. Das ist immer, wenn so ein Network, wenn so ein Network am Start ist, gibt es immer ein Geben und Nehmen. Also für. Also sollte es am besten sein, ne? Ja, und das war eigentlich ganz perfekte Beispiel. Das ich gebe mit seinen Abonnenten halt. Ich nehme den nächsten Bus. Ja. Mir fällt mir dazu gerade nicht ein. Ja. Und Punkt. Wie findet ihr eigentlich die neue Haarfarbe von Anna? Ja, so viel zum Thema. Sie ist so verändert. Nein, jetzt sprich doch nur. Das können wir mit der Haarfarbe. Auf jeden Fall würde mich mal. Also ich habe die These, dass auch ein Stück weit das an diesem Networking liegt, dass das mit YouTube jetzt so ist, wie es ist. Zum Beispiel, dass bei Kanälen, bei denen die Abonnenten ansteigen, die Aufrufe also weniger werden. Also ich habe mal die Kurven bei Social Blade bei YTT angeguckt. Die Abonnenten sind ja so. Aber die Aufrufe sind so. Also es werden das sieht man nicht wegen dem Kopf. Ja, achso, sorry, das schon. So und so. Also es ist nicht dieses Abonnenten untereinander umreichen. Ja. Wie du schon sehr schön gesagt hast. Ja, in meinem tollen Motivationsvideo. Das, also ich habe diese These, ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, ob das so sein könnte. Ja, auch durch diese Schwämme. Ich meine jetzt Apecrime und so, die hauen jetzt auch übelst viele Videos in der Woche raus und dann verteilt sich das halt. Dann gehen nicht alle Abonnenten auf ein Video, sondern 50% mal auf das und dann klicken sie das nächste weg. Ah, habe ich ja gestern erst eins von denen gesehen, so weißt du. Und dadurch verteilt sich das auf die Breite, aber nicht in die Höhe. Aber du hast durch so ein Netzwerk natürlich auch andere Möglichkeiten. Wie zum Beispiel, ich glaube, YTD. Die haben halt vor 4 Tagen ein neues Lied rausgebracht. Halt dein Maul heißt es und das läuft mittlerweile sogar auf MTV. Also sogar als werden wir beim letzten Mal Inuyasha irgendwann, ne? Das läuft vor der Inuyasha-Werbung, ja, für die Anime-Scheiße. Da kommt echt YTT halt dein Maul. Und solche Möglichkeiten eröffnet sich natürlich auch, Alter, weil die Leute so ein Kraftwerk, weil die Leute im Kraftwerk, im Mediakraftwerk, sind natürlich auch dafür zuständig, dass natürlich auch ein breites Publikum angesprochen wird. Was meiner Meinung nach nicht mehr so krass im Fernsehen am Start ist, weil sowieso jedes Kid, was guckt, sowieso schon auf Facebook und überall unterwegs und auf YouTube sowieso. Was ich ja krass finde, ist, dass YTT vor der YouTube-Werbung gemacht hat. Ja. Das ist echt krass. Da muss ich echt lachen, da muss ich echt schmunzeln, das war echt witzig. So. Ich meine, die haben nicht mal einen einzelnen Clip, sondern sie haben den Clip vor dem eigentlichen Werbeclip. Das ist echt krass. Ja.
Naja. So, dann würde ich nochmal fragen, bestünde die Möglichkeit, dass Nosferatu in ferner Zukunft oder überhaupt in Zukunft in ein Netzwerk eintritt? Und wie hoch ist diese Möglichkeit? Wie wahrscheinlich ist diese Möglichkeit? Also wenn du es jetzt rein vom Potenzial siehst, gibt es die Möglichkeit, ja. Aber von dir jetzt, weil du bist ja der Typ, der den Kanal macht. Ich meine, Mediakraft hat ja Interesse angemeldet, das habe ich dir schon gesagt. Naja, aber ich überhaupt Netzwerke. Aber so wie es sich gerade entwickelt, wird es wahrscheinlich früher oder später so sein, dass wir gar nicht mehr ohne Netzwerk. Also, wäre natürlich kacke, so, weil YouTube war ja das ursprünglich, dass jeder Hans da irgendwas hochladen kann, ja. Aber so wie es sich jetzt gerade entwickelt, ist es schon wahrscheinlich, dass das irgendwann abgeschafft wird, dass eben nicht jeder was hochlädt, sondern es halt wieder sich ans Fernsehen annähert und quasi nur die, die senden können, die dann ein Netzwerk zum Beispiel haben, die dann hochladen können. Deswegen legen wir uns einfach nicht fest, sondern machen wir, worauf wir Bock haben. Also, wir haben momentan keinen Bock auf Netzwerk. Hast du Bock drauf? Nee, finde ich nicht, deshalb frage ich ja. Also das ist ja auch bei uns ein total spezieller Fall. Ich weiß Mediakraft auch nicht so toll mit umzugehen, weil die haben nicht einen Kanal, glaube ich, der deutsch ist, aber halt international Leute anspricht, so viel, weißt du? Die Juba Films sind auch noch irgendwo drin, ne? Die was? Juba Films, das weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, die haben so dieses Mediakraft-Ding. Also wenn ich an die denke, würde ich am ehesten sagen, dass sie auch bei Mediakraft sind. Aber muss ich, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass das total dumm wäre, mit unserem Kanal dann deutsche Videos zu liken. Spam-mäßig 20 jeden Tag oder so und dann sehen das die ganzen Internationalen, dann deabonnieren die doch eher als irgendwas anderes. Das siehst du auf Social Blade, wo die sind, bei welchem Netzwerk. Also, mir wäre es am liebsten, wenn es wirklich so lange wie möglich sehr unabhängig bleiben würde. Aber es ist wie gesagt, du bist erster Kanalbetreiber. Ja, ich habe da keinen Bock drauf. Also. Ja, also bleib's dabei, wie es ist. Muss nur Wasser. Ich sag nicht, dass Mediakraft oder Netzwerke an sich schlecht sind, aber ich hab da auf jeden Fall. Ich auch der Meinung. Ja, dann machen wir jetzt mal eine Raucherpause und ich schneide genau jetzt mal das neue Video frei, würde ich sagen. Gut, hier steht kein Wasser. Jetzt mache ich den übelsten Schnitt. Achtung! Hey! Hey! Oh. Hey! Okay. Ja. Die Fanboys zu dem Ende. Keine Ahnung, worauf das bezogen ist. Assassin's Creed, glaube ich. Ah, okay, alles wird aufgeklärt, ist nur sehr verwirrend. Man muss einige Zeit darüber nachdenken. Ist nicht gut, wenn man wenn ein paar Geheimnisse bleiben. Okay, er meint doch Lost. Sag ich doch. Anna hat recht und ist sehr attraktiv. Ich habe noch nie Lost geguckt. Ich habe jetzt angefangen, wegen euch Leuten, Fanboys, wahrscheinlich wart ihr das. Ich habe angefangen und kann aber auf jeden Fall noch nicht mithalten mit The Walking Dead, Breaking Bad, Dexter. Zoe 101. Oh, ich habe gestern die erste neue Folge von Breaking Bad geguckt. Ich gucke die englischen, die alle draußen sind. Ja, manche Leute sind des englischen Redens und Hörens und Verstehens fähig. Wäre ich auch. Hättest du eine. Wäre ich nicht aus der Parkschule gewesen. Ja, hättest du eine ordentliche Education genossen. Zumindest hast du keine Leserechtschreibschwäche wie diverse andere. Er nimmt den Sins nicht raus. Er kann den Sins da nicht rausholen. Ja, die nächsten drei sind gelöscht. Ja, das habe ich auch zwischendurch mal geguckt. Ja. Das war ich auch ganz cool. Ja, es Walking Dead, die neue Staffel. Es ist schon nicht uncool, aber bis jetzt ist doch nicht so der Hammer. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Episode 14 von Staffel 1. Ich schaue momentan Zoe 101. Was ist das? Das ist mit der kleinen Schwester von Britney Spears. Ja. Und das kam früher auf Nick. Das ist einfach nur so überwitzig, das zu schauen. Weil kann das jemand so die Nico schlagen, bitte? Nee. Warum? Weil er einen Spaß guckt. Weil das so, ist genau. Er hat selber den Dildo genannt, das ist das Problem. Das ist so richtig. Man sieht eh nicht. Aber so richtig kratsch. Dann hol mal einen und schlag dich mal selber damit. Weil das so richtig krass schlecht gespielt ist. Warum guckst du das? Das macht vor allem Spaß zu gucken. Vor allem ist es synchronisiert, Alter. Da kannst du echt sowas echt schwer rauserkennen, ob es schlecht gespielt ist. Übrigens auch nochmal so ein Ding zu mir, Alter. Ich finde so, anderen Menschen weh zu tun, ist so die unterste Form. So, das sind so echt die untersten Triebe, die es gibt. So. Damit definiert sich bei mir die Dummheit, das ist echt hart. Jo! Nee, da hast du wirklich recht. Da habe ich mir gar nicht mal so drüber Gedanken gemacht. Das mache ich demnächst. Ich tue den Leuten nicht weh. Also sich selbst weh zu tun, ist wiederum intelligent. Das ist intelligent, ja. Also halt so aus Gründen, weil jemand sowas gesagt hat. So. Ja, weil du out of arguments bist. Out of arguments.
So. Jo, Robin, hast du schon den neuen Speedrun von Half-Life 2 gesehen? Ja, hab ich mir angeguckt, bin direkt deinem Link gefolgt. Hab natürlich, also ich habe mir noch nie in meinem Leben einen kompletten Speedrun angeguckt, der über 10 Minuten ging. Aber ist trotzdem auf jeden Fall richtig krass. Half-Life 2, bester Shooter ever. Pings. Habt ihr Lachs? Sleeper LPT. Also ich kenne diesen Kühlschrank hier sehr genau, wirklich sehr genau. Ich benutze ihn immer täglich und da ist kein Lachs hier. Ja. Nie, da war noch nie Lachs. Außer vielleicht an Nikos Händen, da könnte es jetzt nach Lachs riechen. Weil der sich nach dem Pinkeln nicht die Hände gewaschen hat. Und weil er mich angestuftet hat, habe ich das dann auch nicht gemacht. Der stinkt so richtig. Das ist irgendwie mittlerweile undefinierbar geworden. Das ist so. Nee, ich glaube, oder? Public Toilet. Er riecht immer noch an deiner Hand riecht, ja. Kalle, wie Lachs. im Traums langt er so rüber. Ich glaube, Schmerz. Zitrone, nee. Er riecht sogar weniger extrem. Er riecht da öffentlich auf Toilette. Wartet, ich rieche mal, Achtung. Jetzt kommt da eh nicht an. Haben wir jetzt Lachs? Nee, ne? Nö. Sorry, Digga, dann nächstes Mal. Teosama, meine Frage, was würdet ihr davon halten, so wie Rocket Beans, Almost Daily, euch zusammenzusetzen und anstatt Fragen zu beantworten, über ein bestimmtes Thema zu reden? Ja, wie ist? Ja. Das können wir ja, das machen wir ja, wollen wir ja das ja erstmal ja, anfangen. Deswegen habe ich ja gesagt, am Ende nochmal ein bisschen ausführlicher über ein Thema. Ihr könnt natürlich in die Kommentare irgendein Thema schreiben und je nachdem, es wäre natürlich von Vorteil, wenn wir alle dazu was sagen könnten. Ja, wir reden ja auch, aber das wird, ja, schon, ja, so, ja. Also an sich finde ich es auch ganz cool, allerdings, zumal ich da nichts schneiden müsste, weil keine Kommentare da sind, das könnte man theoretisch direkt so hochladen. Allerdings soll ja der Zweitkanal nicht unbedingt so ein Laber-Ding werden. Also, aber im Endeffekt ist das ja so ein Ding, was wir machen, wenn ihr schreibt, was halten sie über uns wie so. Ja, dann wir so genau. Und, so. Und halt ausführlicher versuchen wir dann am Ende immer was sowas hinzukriegen. Das ist schon eine coole Alternative. So. Ist noch was dazu sagen, Nico? Nö. Gut, dann hätte ich Schluss. Naja, euer Schiff schon. Warte, der schreibt noch was ganz Schlimmes, nämlich. Oh, ich weiß zwar, dass ihr die Vorschläge für Formate nie annehmt. Oh. Aber ich fand die Diskussion über Assassin's Creed war sehr interessant und es hat Spaß gemacht, euch da zuzuhören. Weil Jens das so bereichert hat. Nee, da lag es halt auch daran, dass fast jeder in der Runde außer die dummen Weiber was dazu sagen konnte. Also wie war das, Kalle? Jemand, der anderen wehtut, ist übelst dumm. Nee, wenn jeder was dazu sagen hat, kommen natürlich automatisch gute Diskussionsrunden. Wie gesagt, am Ende vom Video machen wir das. Und dass wir gar keine Formatidee annehmen, das stimmt nicht. Guckt ihr mal das Video. Okay, das haben wir bis jetzt noch nicht umgesetzt. Aber die Ankündigung zu dem gemeinsamen Video mit Bullshit TV, ja. Das ist. Die Idee hatte ich zwar schon vorher. Wie ist echt der aktuelle Stand? Ja, kommt. Kommt. Haben sie sich geäußert nochmal oder haben sie erstmal wieder sich fahren lassen? Ja, nee, kommt. 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 Ja. Den nächsten überspringen wir fürs Ende. Würde ich sagen, Alex Wayne sagt, 15 Euro wäre fair, aber 100% Baumwolle. Hehe. Ist das Baumwolle, was du da selbst gestrickt hast? Nee, es ist Plastik. Also ein Anti-Waldorf. Würdest du übelst verbrannt werden auf Scheiterhaufen. Genau. Nee, also gestrickt, das ist sehr ranzig. 100% Baumwolle, ist das hier? Ich trage auch 100% Baumwolle. Ja, fast alles ist hier 100% Baumwolle. Ja, ne, klar. Kein Kaschmir-Pullover. Mit oder mit ohne Versand? 15 Euro. Schreib's in die Kommentare. So. Leo Rex wieder am Start. Und es geht mal wieder um Assassin's Creed 3. Wer hätte das gedacht, Alter? Und zwar hat er das gegen Red Dead. Oh, das ist auch gut. Red Dead Redemption. Redemption. Also nach dem OP. Ja, also gegen Red Dead Redemption getauscht. Was für ein Sieg. Heil. Das Beste. Das ist ein Flex, tut mir leid. Das beste AC, ich denke, Game, das ist wahrscheinlich Teil, was weiß ich. Meiner Meinung nach ist der erste Teil. Ah, okay. Ja, lies bitte weiter. Ich bin gerade so ins Haus. Weil es für mich etwas völlig Neues war und auch wenn die Story für den Arsch war, das Gameplay hat es rausgerissen. Und ich habe es bei einem Kumpel durchgespielt. Objektiv gesehen ist es natürlich Assassin's Creed 2 der beste Teil. Aber den habe ich gar nicht gespielt, weil es schon ausgelutscht war. Das derzeit beste Spiel ist Dark Souls. Kein Spiel hat mich jemals so süchtig nach Bosskämpfe gemacht. Dann solltest du mal Dragon's Dogma versuchen. Dogmal versuchen, verstehst du? Dogma und Mal in einem. Da hast du auch fast nur Bosskämpfe und das ist, ich finde es noch ein Tick geiler als in Dark Souls. Dark Souls ist natürlich richtig cool und da ist das Kampfsystem auch eher so, dass du das meistern kannst und bei Dragon's Dogma hat es schon noch was mit Zufall zu tun und nicht nur mit Skill. Aber trotzdem, ich kann nicht genug Promo für das Spiel machen. Ich meine, was du in Dark Souls nicht hast, ist einfach mal so ein 40 Meter hoher
Blutzyklop, der dir einfach mit einem Schlag, wenn du auf Hardmodus spielst, so wie ich, der dich mit einem Schlag wegrammelst und gegen den kämpfst du eine Stunde lang, ja, und musst jedem Scheißhieb ausweichen und wenn du dann gewinnst, dann, Alter, dann denkst du, geil. Ja, denkst du, bubub. Genau. So. Leo Rex sagt außerdem, was haltet ihr von den 3 Millionen Abonnenten von Remy Gaia und seinen Best of Pranks? Oder ja, Best Pranks. Das war ja nur diese Sport-TV-Dinger, ne? Die und da. Ja, und dafür, dass man das halt schon dreimal gesehen hat. Ja, das wollte ich nämlich auch sagen, das macht er mir ein bisschen zu oft. Da gibt's Remy vs. Police und Best of Animal. Und aber es ist schon alles. Natürlich, also es ist echt nicht so, dass wenn viele Leute da neu dazukommen, dass dann echt viele von denen haben die alten Sachen noch gar nicht gesehen. Ja. Das nutzt ja natürlich Schaden. Also ich hätte auch gern 3 Millionen Abonnenten. Ja, auf Herr Rodes Arm noch? Nee, und auch, ja, irgendwo halt. Also so am liebsten halt jetzt auf unserem Hauptchannel. Wäre cool. Ja, scheiß drauf, Leute. Wir stehen einfach nur übelst die Wirbel. Ja, hör auf, mich zu schmörgeln, das ist übelst widerlich. Jetzt auf jeden Fall eine Frage an dich, Anna, Alter. Mag Anna die Adidas-Hose, die hat sie nämlich sehr oft an. Das ist mit Abstand die lässigste Hose, die ich besitze und wahrscheinlich auch die teuerste und die ist übelst lässig. Also, aber deine schönste Hose hast du jetzt an. Das ist eine Leggings, mein Freund. Nein, die Adidas-Hose, die mag ich, klar. Sonst würde ich sie ja nicht anziehen. Ihr wird gerade fleißig geschmürgelt. Ja. Aber es entstehen nur hier. Witzig. Brauchst du mal neue Schmürgelkissen? Witzig Schmürgelwirbel. Schmürgel. Weil ich nicht noch irgendwas sagen kann. Oh, dann musst du mit der Adidas-Hose. Nee, das ist mit Remy einfach. Remy, 3 Millionen. Ja, scheißegal. Ja, 3 Millionen, cool Songs. Also ich. Ja. Ja, stimmt. Lauf Kreislauf des Lebens. Kriegt Abonnenten, verliert Abonnenten. I'm Mad Jesser. Die Anime sind Higo. Sind Higurashi no Naku Koru ni Naikai Raihiria? Muss man mal gesehen haben. Ich schreib dir die mal alle auf mir, weil ich vergesse das sonst. Ja, man kann nicht so viele Serien gleichzeitig, oder sollte man vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es ja sehr zeitintensiv. Jo, gucke ich bestimmt früher oder später mal. Danke, Kollege. Fette, ja, den müssen wir eigentlich vorlesen, so wie es ist. Das ist gewollt so. Weil Phantom Zero schreibt, also ey, voll der Spacken zwischen Robby und Anus. 3 Minuten. Was haltet ihr eigentlich von Freizeitparks? Kirmes, Achterbahn, Fahrgeschäfte? Finde ich cool. Habe ich mich bisher, also das letzte Mal war ich 12, als ich im Freizeitpark war, da habe ich mich immer nichts getraut. Und ich würde sagen, das will ich jetzt echt langsam mal machen. Alles. Aber ich war seitdem nicht mehr im Freizeitpark. Sowas wie vom Zehner springen? Das mache ich im Freizeitpark sehr gern. Nee, aber sowas trauen, hast du ja gerade gesagt. Das habe ich mit mir schon selbst abgeklärt, wie das läuft. Ah! Du Sau! Ja, Kürbsen. Kürbsen finde ich auch toll. Ja, kann man auch wieder seinen ganzen Dorf bekannt schon von früher. Ich glaube, er hat eine andere Auffassung von Kirmes als wir. Achso. Weil bei uns ist Kirmes ein Festzelt, wo sich alle gnadenlos betrinken und zubauern. Bei denen ist das ja teilweise, glaube ich, echt so, dass da auch so ein Hummel wieder die alten Dorfbekanntschaften kennenlernen und Dorffrauen abschalten kann. Hm. Dorffrauen. Also, was sagt ihr noch? Ja, ich fand früher auch das Geilste. Jahrmarkt steht da überhaupt nicht. Was sagt ihr noch? Jahrmarkt. Jahrmarkt und du willst in die Kau gehen. Ja, nee. Mann, was wollte ich sagen? Ja, diese Kästen, wo du reingehst, dann siehst du so einen Bildschirm. Und dann wackelt der ganze Kasten. Übelst so, geil, übelst ja, das ist also aus heutiger Sicht ist es eigentlich schon mega lame so, aber als 20 habe ich ja. Da bin ich mit Anna mal. Vor allem war das waren ja keine echten Bilder, das war ja auch animiert, ne? In einer so schlechten Grafik. Das war ja so Zugfahrten oder so mit so einer 3-7 oder was. Mit Anna bin ich nämlich mal durch ein Spielzimmer auf einer Achterbahn, ein Spielzeug-Achterbahn gefahren, so ein Ding. Ich war Anna. Ja, sind durch so ein Spielzimmer durchge... Sag mal, ja. Nicht mehr. Ja, ja. Danke. Ja. Jetzt hätte ich jetzt echt doof dargestellt von den Fans. Lehn dich an hier. Mr. Zwiebelbaguette hat einen neuen Spitznamen für Anna. Der Undertaker finde ich übelst gut. Das ist der beste Spitzname ever. Ich wäre schon dafür, dass er mich so nennt. Der ist aber auch schon wieder zu lang. Ich finde ihn gut. Alter, dein Bein ist gestorben. Übelst dann, guck dir das mal an. Hier, übelst dich. Undertaker finde ich gut, Daumen hoch. Der Undertaker. No, Daumen hoch. Undertaker. Da schon zwei Daumen. Ja, ich habe vielleicht auch eingegeben. Krimro 92 hat eine ultra geile Frage. Und also solche Fragen feiere ich immer ultra. Wer ist das Gerät in Zurück in die Zukunft? Dieses Zeitreisen ermöglicht. Ich meine nicht den DeLorean. Reingegöbbelt. Ich glaube, der heißt
Zeitkontinuum Flugsgenerator oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Also mich erwischt auf keinen Fuß, ich habe es nie gesehen und ich habe überhaupt keine Interesse mit den Ja, aber sowas war's. Das ist eigentlich eine geile Frage. Zeit zurück in die Zukunft. War das ein Flugskompensator? Flugskompensator, ich glaube, auf Kasa jetzt irgendwann anders war, aber ich glaube schon. Ne? Ich glaube auch. Aber geile Frage auf jeden Fall. Da kommt ganz viel Englisches, dann kommt die große grüne Frage, die über Film geht, und dann kommt B4 Uni oder so. Was mit anderen Ländern? Nee, der kommt am Ende, dann wegen Film und so. Ah, okay, okay. Ja, bester Typ, er hackt auch nochmal auf Amadeus rum, finde ich sehr gut. Der hat's verdient, der spaßt. Nein, Spaß, ne, kennt er ja. Und das war's für ihn hier, das ist ein schönes Statement. Jetzt aber. Nee, es könnte aber Robert sein, der diesen Spruch bringt. Wer COD als Spiel bezeichnet, gehört schon von vornherein geschlagen. Ich will sehen, wie da jemand schlägt, würde Robert jetzt sagen. So ein Häppchen. Robert muss immer wieder dabei sein. Robert ist so ein Kunde. Ja, kann man. Ja, wir schlagen sie natürlich nicht, weil Leute zu schlagen ist dumm. Auch Leute, die Call of Duty zu schlagen sind. Da haben wir jetzt eigentlich über meine Meinung, oder? Nee, Englisch ist im Englischen. Das ist cool. Nein, und machen wir zum Schluss. Gesehen. Das ist zu filmen. Ja, aber das wolltest du voll zum Schluss machen, hier, Robin. Das, ne? Nein, das habe ich. Ja, das zum Ach, Schluss. Ja, das ist wieder. Ja, das ist immer dasselbe. Also, okay. Also hier gibt es keine Zensur. Wir cutten nur das raus, was eh uninteressant ist oder was sich wiederholt. So, ne? Ja, Herr Rodes, soll ein T-Shirt selber machen, habt ihr ja gesehen. Gell? Ich kann auch welche nähen. Ich finde Stricken sieht echt scheiße aus. Aha. Aha. Ich hab's von rechts. Das ist nur mein Game. Ich finde das sehr schön. Das fände ich echt witzig, wenn wir so eine, wenn wir irgendwie der Rodes Abteilung, wo wir so einen Scheiß reinpacken. Was? Der Rodes Abteilung? Ja. Okay. Auf meinem Kanal kommt jetzt eine Rodes Abteilung. Nein, das meine ich nicht. Ist doch scheiße, ja. Nee, gut, ja. Hubble Gabel MP. Ja. Jo, sag nochmal, Assassin's Creed 3 nicht gespielt zu haben, ist kein Schande. Das Spiel ist meiner Meinung nach stinklangweilig. Hat doch nicht so gute Kritik gespielt, aber früher oder später hole ich es bestimmt mal nach. Hier, der Bobby Boone, der hat das auch. Der Bobby Boone. Das ist ein Bobby. So, der greift jetzt nochmal Partei für Amadeus, finde ich sehr nett, sozial, der Spaß hat's verdient. Fand den Schwarzhaarigen gar nicht so schlimm. Ich fand den auch nicht schlimm. So, das war, glaube ich, jetzt noch eine schöne Frage. Nee, warte. iPod, der Typ rechts neben Anna, der sieht irgendwie unsympathisch. Nee, hat nur alles schon, ja. Aber warum sind das so viele? 5 Leute reichen total aus, was vielleicht? Wir haben so viele Fans, die wollen alle mal mitmachen. Ja. Das war, hat sich so ergeben, keine Ahnung. Also das Einzige, was halt beschissener wird, je mehr Leute da sind, ist, wenn die alle durcheinander reden. Aber ansonsten ist es ja scheißegal, wie viele Leute da sind. Aber das ist auch eine deutsche Frage. Ja, das machen wir nachher. Okay, gut. iPod sagt außerdem, haha, Anna ist irgendwie immer im Suff. Immer im Suff. Die kippt die Flaschen Schnapsgläser hinter wie Afrika-Kinder Wasser. Ja, mein Afrika-Kinder Wasser wird sie gemacht. Anna mag den so, Feedback-Tag ist Biertag. Ja, finde ich gut, iPod. Ein schöner Kommentar. Ja, oh, jetzt, oh. Alter, wie Robby, wie am Ende Robby philosophiert, mega geil. Dankeschön. Mit dir würde ich mich gerne unterhalten. Würdest du gerne für eine halbe Stunde, dann sagst du, Goldwagen, Noster, sei endlich ruhig, mach doch endlich mal den Mund zu. Am Anfang genießt man das, aber irgendwann hat man die Schnauze wirklich voll, weil dann macht den Mund nicht mehr zu so schnell. Wenn er immer offen ist. Verpisst doch. Nee, wenn du. Selbst wenn er schläft, dann ist der Alter, wer ist denn bitte Mrs. Ja, er öffnet gleich mal den Kanal. Mrs. Ulki. Kommentar bei Ulki, komm, Alter, was ist los? So, Miss Uki, oh, ach nee, das ist eine positive Bewertung. Ja. Die sagt nämlich, ich würde mit ihm gerne mal ganz andere Dinge tun. Alter, du bist ruhig gekommen, wenn das dein Profilbild ist, dann schick mir mal bitte den Rest. Titi abonniert, Außenseiter abonniert, toll, mit dem willst du rummachen, ja. Connections knüpfen. Es gibt ja keine. Nee, was willst du mit mir machen? Tee trinken und auf jeden Fall nicht philosophieren. Ich werde einen durchziehen. Ja, Rodes, du ziehst doch in letzter Zeit irgendwie so. Das hab ich auch gehört. Wer ist ein Robby? Hab ich jetzt nicht verstanden. Du ziehst doch in letzter Zeit oft einen durch. Bei dir am Dachstuhl. Achso, und der Weizen mal witzig gerochen hat, das war ich aber nicht. Mama hat auf dem Einkaufszettel gesehen, dass ihr auch Wodka gekauft habt. Ich kann auch auf meinen Schreibtisch gucken, dass ich da was gekauft habe. Aber habt ihr den auch getrunken? Aber zählt da steht noch da. Ja, ist okay, wir fangen mal bei den Absatz an. Auf jeden Fall, ja, schreibt mir mal eine persönliche Nachricht. Bis zum Gekum, wir treffen uns mal. Robin. Korrekt. Ja? Ja. Wird okay. Du kannst von mir aus mitmachen. iPod, ach nee, nur scheiße. Nein, warte, lass ihn noch okay, ausführen. Hast du schöne Brüste? Was nicht? Das ist ja wichtig, dass man vorher mal so einen kleinen Einblick in die Brüste hat.
Speziell ja, oder was? Nein, ich habe ihn gerade nur gefragt, wie er rumkommt. Du bist geil, oder? Schöne ja, ich hast du Stress ich oder was? Ich geil. Ich schmeiß dich raus. Ich schmeiß dir weg, ey. Die Größe der Brüste ist dabei nicht entscheidend, sondern eher die Form. Jetzt bin ich voll raus. Okay, wir können weitermachen. Du hast voll gelogen. Ist ulkig, komm, das klingt so ulkig. May Mistake sagt, Gott, der Kleine geht mir auf den Piss. Die ist so richtig ladylike. Von Bitchy. Gibt kein Thema, wo er nicht seinen inkompetenten Senf dazu gibt. Ja, ne? Ich meine, ja. Wir ignorieren das einfach weiterhin. Nein. German Padawan. Ich bitte um ein Re-Upload mit ohne den Typ, ja, okay. Mit langsam haben wir es. Nee, Griedenhaden. Nee, Haaren. Ja. Mit dieser Griedenhaaren. Was ist denn eine Griede? Irgendwas, würdest du ignorieren, das einfach weiter? Ja. Nee, es häuft sich einfach. Das ist ja auch für euch jetzt nicht mehr so interessant. Ja, aber das ist nicht mehr da. Googelt mal schnell. Eine Griede, so, was heißt eine Griede? Schwarz. Ah, okay. Das hätte ich euch auch sagen können. Ich bin wandel das. Ich hupf dich gleich runter, wenn du nicht ruhig bist. Lexikon. Jetzt wird's interessant. Alfred Hitchcock, sein Nachbar. Das sagt man nicht. Was? Leubsdorfer Jung ist ein Nachbar von einem Kumpel. Man kann das Haus in den Videos sehen, das mit dem weißen Zaun. Da vier. Ja. Video oh, geil. Einfach so. Oh, geil. Die Frage ist, kommen wir mal bei dem schlafen, dann würden wir mal wirklich ein Leubsdorfer Jung machen. Ich hätte auch richtig Bock, den mal zu sehen, der singt so schön. Scheiße, ich wollte die Hit-CD einlegen. Der Mai ist gekommen. Achso, das kommt ja gleich. Jetzt spoilert ihr nicht so rum. Wir reden noch weiter über Assassin's Creed 2. Wo hab ich sie hin? Wow, jetzt ergibt Assassin's Creed 2 viel mehr Sinn. Das sieht so ähnlich aus. Ich leg jetzt mal das Best of Leubsdorfer Jugend ein. Hab ich gemacht. Ja, weiter, Kalle. Tote Gurke immer noch. Wow, es ergibt AC2 wieder viel mehr Sinn. Ich hab diesen freischaltbaren Film damals einfach so hingenommen und nicht weiter drüber nachgedacht und so. Du öffnest mir die Augen, Robby. Danke! Hab ich gern gemacht. Ich hab nämlich voll die Theorien rausgehauen, weißt du? Okay. Weil bis Teil 2 war die Story noch echt gut so. Bis der Mai gekommen ist. Jo? Auf Facebook. Immer noch weiter, ich dachte, wir hören jetzt mal rein, oder? Nee, ja, mach weiter. Bis es fertig ist. Okay, ich wollte nur gucken, ob das Thumbnail fertig geladen ist. Jetzt scheint ich will jetzt. Ich will jetzt. Ja, L, wie läufst du auf der Jungen? Das ist hier so eine. Die T-Shirt-Größe. Genau. Also mach ich. L, wie läufst du auf der Jungen? L-T-Shirts. Ich weiß nicht, was L ist. Ich mach einfach Pima Schwanz. L ist large. Ja, klar, aber ich weiß, ich hab da kein Gefühl für. Dann fang an. Ich möchte, dass Herodes. Ich möchte, dass Herodes zu mir kommen und mir einen Hund schnitzt. Alternativ nämlich auch ein geschicktes Nostrafo-Shirt. Ein gesticktes, meine ich. Du musst auch noch den Namen dazu nennen, Kali. Ach, Sparky. Sparky. De la Fuck. Sparky de la Fuck. Das ist mein Lieblingsname. Ich kann auch Hund schnitzen. Das sag ich am liebsten. Sparky de la Fuck. Ich glaube, das kann jeder. Ein Hund schnitzen? Ja. Nee. Doch. Sparky de la Fuck. Hund schnitzen. Hm. Das sollte echt nicht zu schwer sein. Ich hab mir je. Punti. Punti. Alter, der hat einfach mal MCM in seinem Namen. Punti MCM. XZCE. Achso, das ist bestimmt so Jahreszahl. Das ist MCM. MCM? Was wäre das? 1950? Nee, mehr. Irgendwas ungerades. M ist doch 1000. Ja. Ah, nee, 1900. Ja, aber es sind ja 6 Ziffern. Achso. Wolltest du nicht jetzt wieder Leute vom Jungen anmachen? Ich sag mal jetzt. Auf jeden Fall hat Punti der geile Zahlenfreak. Ich habe mir jetzt eure Videos angesehen, egal von welchem Kanal, ich war total begeistert. Die neuen Dancer könnte ich den ganzen Tag anschauen, aber ich würde mich auch mal freuen, wenn jemand anders, außer Robin, mal sein Tanzbein schwingt. Aber meine Frage, welche Redewendungen oder Floskeln gehören einfach zu euch, beziehungsweise gebraucht ihr am häufigsten? Über diese Frage müssen wir ein wenig nachdenken und während wir das machen, hören wir Leubsdorfer Jung, würde ich sagen. Okay. Ich glaube, die häufigste Redewendung ist Alter. Alter. Ist viel zu laut, oder? War nicht gut. Ja, perfekt. Das ist das Intro. Jetzt geht's los. Ist es nicht der Mai ist gekommen? Nee, es kommt erst später. Das ist Track 5 oder so. YouTuber. Das heißt die Intro, ich hab das nur so genannt. Das ist mega fame. Das stick immer uns. Ich geh gleich weiter. Alter, warum Titel 1? Mach mal, der Mai ist gekommen. Füße die Flocken, die fallen. Erstmal eine kurze Breakdown-Part. Breakdown-Part. Nico ist gerade ausschüsseln, das muss ich sehen.
ich ja jetzt weiß. Schließe die Flocken, die fallen, in diesem Winterwunderland. Jetzt pfeift er nochmal. Jo, auf jeden Fall voll die Legende. Guckt euch echt mal den Loipstorfer Jung an, wo er diese Kamera, die gerade das Videofilm vorstellt. Sonny, was willst du bei Lowlux beinahe? Ja, guckt einfach auf seinen Kanal das meistgesehene Video an. Habt ihr schon erzählt, wie gut ihr gekommen ist? Ja. Ja, weil wir diese Kamera im Auge hatten, um uns vielleicht die zu holen. Jo, ja. Auf jeden Fall geht er dann die Stufen so. Ey, dann Robin und ich haben uns den angeguckt, so, weiß ich, über Tage, immer wenn ich hier war, wenn ich den angucke. Und er hat halt nie sein Gesicht gezeigt, Alter. Er hat schon Legenden gesponnen, Alter, wie er aussehen sollte. Und wir haben ihn gesehen, Alter. Die Bäume schlagen aus. So bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Ja, gut, zu erreichen. Okay, welche Floskeln benutzt ihr? Nee, achso, das noch. Auf jeden Fall geht er so die Stufen hoch und dann geht es auf einmal so. Und wir dachten halt echt, das ist so ein 80-jähriger Opa, der sich gerade irgendwie das Internet erschließt und dabei halt filmt und stellt sich aber raus, er ist gar nicht so. Dann hat er sich gezeigt und ist so. Schöner Tag. Auf jeden Fall, läufst du aber jung, wir finden dich voll cool. Feiern nicht mehr. Der guckt das wahrscheinlich nicht. Digga, das ist nicht. Aber er sollte mal wieder ein Video machen. Ja. Wieder mach eins. Rein. Mach welche Redewendung und Floskeln gehören? Also hörst du ja bestimmt die ganze Zeit, haben wir immer mal so. Du spast. Immer was so kommt. Also, ja, vor allem dieses hier, so Bobby und sowas. Oder halt so. So Bolz. Also ich sag's ja. Spontane Aktionen sind die besten. Spontane Aktionen sind die besten. Ja. Das ist kein Leitspruch. Mein Leitspruch. Aber die eingehalten? Mein Leitspruch ist einfach machen. Also sage ich das oft. Aber sonst fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Daniel sagt jetzt immer, Schmerz ist die Schwäche, die den Körper verlässt. Ne? Ja, schließe ich mich an. Du sagst auch immer irgendwas. Ich sag das auch und ja. Ich sag immer Alter am Satzanfang, Alter und dazwischen Alter. Ja, und am Ende Alter. Genau. Nee, irgendwas, was war's denn, ey? Ich pass mich immer meinen Idolen an, sowas wie du spast und was für ein Scheiß und auch was habt ihr getan und so. Was für ein Scheiß. Ja. Aber auf jeden Fall einfach machen. Genau, einfach machen, rennen. Welches Insekt stört euch mehr? Mücke oder Wespe, Biene? Ey, Alter, ihr müsst echt mal zwischen Wespe und Biene unterscheiden. Ja. Bienen sind so liebenswürdig. Ja, weil Bienen sind echt die Guten. Die sterben mit Wespen. Wespen sind die Spasten, genau. Wespen sind voll die Spasten, aber Bienen sind voll cool so an sich. Ja, mit denen kann man gut chillen. Die machen den Pott klar. Und Mücken sind auf jeden Fall voll kacke, weil wenn du die an der Wand zerdrückst und die haben schon von dir genascht, dann hast du auf jeden Fall einen schönen roten Fleck an der Wand. Das ist voll assi. Zeig doch mal deinen Trick, wie du Mücken zum Platzen bringst. Mücken? Nee, Alter. Was jetzt? Kannst du nicht hören, du bist nicht so eklig, oder? Ja, dass du mal eine Mücke zum Platzen bringen wollen. Das erzählst du, hast schon mal geklappt. Die sticht rein, dann musst du so ganz zart deine zwei Finger hier links und rechts daneben bewegen, ohne dass sie sich erschreckt. Ja, und dann ziehst du die Haut auseinander, dann kommt die nicht mehr raus. Die saugt immer weiter, immer weiter. Das ist ja geil. Platzt die. Echt jetzt? Das ist ziemlich mies. Also, er macht das nicht, das macht man nicht. Echt? Man sagt das wirklich bei dem Kalle nicht bei. Was man nicht machen darf, ist von anderen Menschen Blut saugen. So. Ja, das darf man nicht machen. Also, das darf man. Wir sind die größten Blutsauger. Ja, Alter, wie lang? Das kann schon ein bisschen dauern. Nee, ich meine, lange kennst du diese Weisheit schon. Also, lange. Du hast ihn nie weitergegeben. Oh, ja, ohne Scheiß. Ich finde das aber echt übelst. Ohne Scheiß, Alter, der ist nie weitergegeben. Ich kopiere das auf jeden Fall. Das ist doch voll logisch, oder? Das ist voll geil, Alter. Also mir hast du mal gezeigt, dass sie nicht rauskam, aber dann hast du irgendwie locker gelassen und ist er geflogen. Aber musst du auch gucken, dass er echt nicht wegfliegt. Du musst aber richtig schön langsam ran. Ich werd da nicht so. Alter, auf die Frage freue ich mich. Ich werd da nicht so oft gestochen, Alter. Ich habe irgendwie so ein Ausbruch. Ja, du in letzter Zeit sehr oft. Ja, weil ich nackig im Wald war. Also, aber die sind so Fresh. Ist das jetzt die gute hier? Blue, 15 Euro wegen seinem T-Shirt. Ja. Ne, die richtig gute. Da kommt noch eine richtig gute Frage an mich, ey. Ja, die finde ich auch richtig gut. Dark T? Ne, die ist noch nicht, aber ist egal. Dark T09, was ist eurer Meinung nach das beste Skate-Spieler? Und dann Robin? Skate 1. Was war Robin's Lieblingstrick? Tony Hawk's Pro Skater 3. Tony Hawk's Pro Skater 3, definitiv. Und der Lieblingstrick ist doch der mit Schere, ne? Komm schon mit Schere. Nein, mein Lieblingstrick ist ein Frontside 180 oder ein Ollie North. Zurzeit.
Fragt er das überhaupt? Oder den North, ja. Ja. Das ist ein Lieblingstrick. Ja, und den North Backflip finde ich auch. Den Sektap. Ja, den kann ich nur mit absteigen vorher. Sektap, das sind diese Tony Hawk Tricks, die total möglich sind. Ja gut, Sektap ist doch möglich, ja, aber die macht halt keiner. Aber im Flat, Alter? Ja, im Flat ist es nicht möglich. Ich glaube, der ging im Tony Hawk noch nicht mal. Na klar, der Tony Hawk Pro Skater 3, Alter. Alter! Der ging ja im Flat, ey. Musst doch voll Special anzeigen. Ja, von der Tony Hawks Reihe finde ich American Wasteland überraschend. Ja, also mit am geilsten. Ja, ich auch. Und Tony Hawk Pro Skater 4. Obwohl ich Underground 1 auch sehr geil finde, weil das wirklich mal eine Story hatte. Was ist dein Lieblingstrick? Mein Lieblingstrick? Ja, wenn du nicht mal... Vorrohrflip. Da, nee, der Schienbeinbrecher. Ich habe mir noch nie ein Schienbein gebrochen. Aber ein Handgelenk. So geil, ich habe es auf Facebook gepostet. Ja, Nico? Facecock habe ich es gepostet. Du hast ihn aber zensiert, deshalb darfst du es nicht sagen. Nico ist übelst der Spast, ja? So. Der verletzt sich andauernd. Und er schreibt mir in Facebook, yo... Ich muss aber zart machen, ich weiß nicht, um was es ging. Ich darf mich nicht verletzen. So, dann haben wir 3 Tage nicht geschrieben. Die nächste Nachricht, die ich kriege, yo, ich kann nicht rollen kommen, hab mich verletzt. So, ist da irgendwie, was war das? Das war nicht mein... überfahren oder was? Ja, ich wurde angefahren. Ja, es gibt irgendwie keinen Monat, wo du nicht irgendeinen gebrochenen Knochen hast. Schon seit 2 Monaten nicht mehr. Bisschen clean, ja. Ja, runter vom Stoff. Ja, ich weiß eigentlich nicht mehr rollen, aber ich fand immer den Frontside-Heelflip. Cool. Ja, weil ich den nicht kann. Ja. Das ist so der einzige Trick, den ich überhaupt nicht gebacken kriege. Also ich verstehe den gar nicht. Ich kriege die Drehung F0 hin. Also normal, Fake kriege ich den hin. Was willst du noch sagen? Ja, Skate 1 finde ich am coolsten, weil das so von der Atmosphäre her am geilsten ist. Ja, aber bei Skate 2, also ich weiß nicht, man hätte so eine Mischung aus Skate 1 und Skate 2 machen müssen, sonst wäre das perfekte Spiel gewesen. Ja, das stimmt. Alle Tricks, die du in Skate 2 machen kannst, in Skate 1. Und absteigen. Ja, naja, alles, was du da halt hast. Und in Skate 3, da ist die Welt dann schon wieder so steril, das ist so widerlich, ich kann da keine Zeit mehr drin verbringen. Das ist halt echt so... Oh, ich weiß noch, wie ihr damals Skate 2 gesuchtet habt, Junge. Ja. Ich war auf Weltrang, war ich Platz 7, das ist, glaube ich, war auf dem Best... Hast du schon mal erzählt. Ja, war geil, hat er abgekriegt, bis in der Playstation kaputt gegangen. Vergiss nicht, er ist nach der Schule, zum Bus gerannt, damit den Bus noch richtig länger zocken kann. Ja, und genau, die Busse kamen alle 12 Minuten. Also ich bin wegen 12 Minuten übelst losgerannt. Jo. Guck mal, ob das Video erfolgreich online ist. Bigger T. Bigger T. Unauffällige Schleichwerbung. Hey, auf damit. Ich gehe seit dem Video Döner nur noch bei uns zur Kebabhaus essen. Wer Public Pranks? Wenn du was? Ach nee, die fand ich alle geil. Ja, gibt's ja nur auf dem Hauptkanal, ne? Und wenn du bist gerade hier auf dem zweiten Kanal, da gibt's auch mal ein bisschen was anderes so. Da wollen wir uns nicht so beschränken. Aber, schön, dass du bei Munzo essen gehst. Munzo ist voll top. Jo. Die werden auch die Weltmacht. So, die nächste Frage ist hier richtig interessant. Genau. Ja, die finde ich auch gut. Soll ich es vorlesen? Ne? Eine Frage an Robby. Wenn Anna und deine Mutter den Körper tauschen würden und du könntest das nur rückgängig machen, wenn du mit einer der beiden Sex hast. Geile Frage. Würdest du das tun? Nee, mit wem? Ja, ihr habt nicht mal den Namen von diesem Schöpfer, dieser unglaublich geistig nicht und nach Frage. Der ist top, den sehe ich öfters, glaube ich. Das ist auf jeden Fall DX4C8, Alter. Okay. Da steht auch ein unheimlich geistreicher Sinn dahinter. Robin, bitte. Aber geil, mich jetzt mal wirklich ich habe da echt schon viel drüber nachgedacht, weil ich habe die auch schon vorgestern mal gesehen. Wie würdest du mit dem Körper? Aber, Alter, das ist echt hart. Kennt keine Lösung. Alter, du sagst jetzt auf jeden Fall eine Lösung, Alter. Das Ding ist, entweder du schläfst mit dem Körper von deiner Mom oder mit dem Geist deiner Mom. Das ist doch... Ja, beim Körper kannst du da auch noch zu machen, beim Geist ist es was anderes. Ich würde da vorher auf jeden Fall mal ein paar Gespräche führen. Bevor ich mich da entscheide. Ich weiß nicht, ob dein Penis steif wird. Dann. Nein, ich werde mal die Lösung von Robin nehmen. Alter, das ist übelst hart. Das ist echt gut. Das ist echt nicht schlecht. Also, es ist unmöglich. Scheiße, nehmt euch mal ein Beispiel an der Frage. Die ist echt gut, Alter. Für die nächsten Wochen und Male. Und Monats. Ich meine, beantwortet ihr mal bitte die Frage, ja? Liebling, es geht gerade. Ey, wir gehen hier nicht weiter, bevor du den Namen gegeben hast. Ja, ich würde doch dafür, lass den mal ein bisschen schmoren. Ich meine, er hat normalerweise. Mach dir nochmal Läubs vor, Junge, Alter, überleg mal richtig, Alter. Normalerweise würde ich ja. Mit deinem Geiste und so, aber das geht ja nicht. Du musst halt auch zumachen und trotzdem irgendwie einen harten Penis. Ja, oder was? Welche Mutter ist hier gemeint? Seine, oder? Seine. Ah, okay. Das ist ja das Schwere, ich meine.
Das ist ihre Mann. Ja, du verstehst es erst jetzt. Ja, ja, und es ist noch geiler geworden. Alter. Willst du mir mal ein Bier bringen? Wo denn? Dann da unten in den Beutel. Beutel. Ja, ne, ich erzähl mal. Oh, das ist ja echt gut, Alter. Wo ist der Korb? Es sieht gut, gell? Ja, antworte, also, ey, wo gehst du drin? Was macht denn der? Robin, es geht um mich dabei, bitte. Also, ja. Du musst dich da oben ein bisschen opfern. Boah, das ist ja echt geil. Das ist, ja, gut, das ist ja echt gell? Gut, ist gut. Ja, aber jetzt, Alter, jetzt hau doch mal was raus hier. Also wenn du schon darüber nachgedacht hast, dann könntest du ja echt mal eine Antwort parat haben. Naja, das ist es ja. Ich habe ganz lange drüber nachgedacht, aber... Nein, aber mein Kuss. Ey, lass mich. Oh, oh, komm zu Mutti. Die ist echt gut, Alter. Die ist echt gut. Oh, damit Scheiße, kann ich Anna ja nicht. Könnt ihr nicht mal die anderen das fragen? Nee, 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 ist dran. Die haben wieder keinen Lebensabschnitt. Aber ihr könnt auf jeden Fall so ähnliche Fragen fragen. Die sind echt gut, ey. Warum wickelst du den Dildo in deine Hose ein? Der schläft. Nein, das ist auch immer. Lass ihn mal hier. Ja, Alter, ich muss jetzt hier entscheiden, Ruhe, treffen, oder was? Was gesagt hat. Definitiv musst du jetzt auf jeden Fall. Na, Alter. Naja. Es ist unmöglich. Man kann das nicht klären. Es geht nicht. Wir machen nicht weiter ohne Antwort. Wir sollten Bofuchs fahren. Er wird es wahrscheinlich nicht rückgängig machen. Ich will nicht den Dildo. Ja, wahrscheinlich. Hey. Was denn, was willst du denn jetzt? Ich habe immer meiner Gestalt deine Mutter. Also! Als Nico seins. Sehr gut. Robin, gib jetzt eine Antwort. Hoffe, Alter! Was für vorhin, Junge. Stell dir das jetzt mal bitte vor. Ich hoffe, du stirbst schnappst. Das will ich mir ja nicht mal vorstellen. Das muss jetzt aber. Also jetzt verschwenden wir echt ein bisschen sehr viel Zeit. Cool. Frage. Also, wenn du dran denkst, in 40 Jahren ist einfach vielleicht, sieht aus wie deine Mutter genauso? Kann ja sein. Sieht aus wie deine Mutter genauso? Kannst du eigentlich... Bester Beitrag von Nico heute. Fuck. Naja, gut. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter, weil das ist jetzt... Nein, Alter. Vielleicht. Robin, gib jetzt eine Antwort. Das sieht mein Kaffee so lang wegen dir. Ach, Alter, das geht nicht. Würdest du es machen oder würdest du es machen? Alter, da müsste ich ja. Denk an Neo, Alter, der hat sich auch entschieden. Du müsstest es zwangsläufig, also würdest du es dann machen? Die Mutter oder die Freundin? Gib mal mehr. Ich kann ja den Körper von Anna mit Neutralisierungsmitteln betäuben, dass der ohnmächtig ist und dann kann ich mich daran vergehen. Würdest du dich aber an deiner Mutter schlafen? Würdest du mit deiner Mutter schlafen? Alter! Das würde ich in beiden Fällen! Du bist so widerlich, Alter. Wow. Nein, das ist gar nicht. Das ist der ekligste Weg, den du gewählt hast. Nein, das stimmt doch nicht. Doch, ja, komm. Das geht gar nicht. Ja doch, ich hätte auch den anderen genommen, du Scheiß. Gib dir K.O.-Schrei. Geile Frage, geile Frage. Shoutout für. Ich hab erstmal nur laut nachgedacht, ja? Big Dildo, Shoutout für DX48, Alter, definitiv. So, Mr. Chain Zero Reaction. Das war laut gedacht. Ich geb mir. Ja. Weiter geht's. Mr. Chain Zero Reaction gibt sich unsere Feedbacks auf jeden Fall immer auf einem 55 Zoll TV. Ja, was verfügt da hoch? Gabriel, alles hoch. Penis hoch. Mein Feuerzeug ist weg. Apocalyptica Fury. Du schuldest mir ein Feuerzeug, Anna. Oh, ich nicht, war keine. Oh, ich spüre, dass es einige Spannungen gibt zwischen Phantom Zero und dem Rest. Aber ey, bleib im Video. Aber ey, Leute, im Video haben sie doch selber gesagt, dass wir solche Disse nicht ernst nehmen sollen. Ich meine, ihr habt mich insofern auch gedisst, als er ein bisschen auf mir rumgehatet hat. Aber das ist halt auch einfach trockener Humor, wie es mir scheint. Wenn es euch nicht gefällt, dann ignoriert es halt. Es kann ja wohl nicht angehen, dass jetzt hier Hate gemacht wird, nur weil er seinen Fan der dabei hat. Also ist motiviert vorgelesen. Ja. Tut mir leid. Ja, aber wie gesagt, das Thema ist durch. So, wir kommen jetzt auch schon zu den letzten zwei deutschen Fragen. Was mein Kanal? Hey Leute, habt ihr euch schon mal überlegt, nach Warschau zu fahren und dann ein Featuring mit dem Herrn Wadega zu machen? Würde bestimmt echt lustig werden. Mit dem guten Sylvester Adam. Auf jeden Fall. Jo, wäre cool. Wir schreiben ja auch ab und zu mal so. Also, der ist schon ganz cool. Der fragt die Leute nie. Ja, ist egal. Cooler Typ. Jo. Feature weiß ich, ob er das macht, ob er Bock drauf hat. Also, wenn er Bock hat, auf jeden Fall. Aber, also, wenn wir auch nach Warschau. Also nach Warschau. Aber, Lust. In näherer Zukunft. Ja. Weiß ich nicht, Amsterdam steht erstmal an, ja. Also. Ich hab nur Amsterdam, wann wollten wir nach Amsterdam? Nächste Woche. Echt?
Nee, nach dem Gabel und Lob an Robby für seinen Beitrag und seinen Beitrag bei Giga über die GTA-Klone. Dieses ziemlich gut geworden. Dankeschön. Freut mich, kommt bestimmt demnächst mal wieder was. Ja, was geht mit deinem aktuellen Channel? Ist da nicht mehr so viel los, oder was? Ja, oder ist ziemlich inaktiv geworden. Alter, nur für dich mach ich da die Tage mal wieder was. Versprochen, du Penis. Ich habe eh jetzt noch 3 Tage Zeit, bis es nicht online geht. Und dann gilt erst das Versprechen, dass die Tage was schaffen. Das heißt, ich habe noch mindestens eine Woche oder so. Alter, es gibt viel zu tun. Wir haben die letzten 4 Tage nur für Assassin's Creed gefilmt. Ganz viel. War echt krass. Jo, und der Letzte sagt Ingo Lenzen. Ist das nicht der Letzte und Partner? Hm. Jo, könnt ihr bitte mal den Leibstorfer Jung besuchen? Wir wissen, wie er reagiert. XD, ich würde, also auf dem Weg nach Köln, ist halt ein Umweg, wenn wir nach Köln fahren, den nochmal besuchen. Ja, ihr müsst vor allem auch mal überlegen, der ist ja nicht so in der YouTube-Szene wirklich drin, ne? Ja, ich wollte mal klopfen, gucken, ja, was er macht. Also ich glaube, wenn wir jetzt in diesem Moment vor ihm stehen würden, hätte er keinen Plan, wer wir sind, auch wenn er schon 1-2 Videos gemacht hat. Ne, also scheißegal, einfach ihm sagen, dass ihr seine größten Fans seid, ja, und ein paar Autogramme mitbringen. Ich würde mich super freuen, die können wir auch verlosen. Sollen wir nochmal kurz sagen, dass wir auf der Gamescom sind? Sind die Fans interessieren? Genau. Wann wir da sind und wer nicht mitkommt. Jo, ihr Spasten, geht da hin und freut euch. Victor ist da! Und Victor ist da. Robin, kommst du mit auf die Gamescom? Nein, ich habe gesagt, ich gehe da nicht hin. Robin kommt scheinbar nicht mit auf die Gamescom. Vielleicht ja doch. Nein, Alter. Also ist doch egal, Mann. Also es ist schlimm, Alter. Das ist schlimm. Naja, wenn nur Stift und wir da sind. Ja, ist ja nicht schlimm. Stift ist ja übrigens Daniel. Ja. Ich würde nur sagen, für die Fans jetzt, dass sie Bescheid wissen. Also Daniel, ja, Freitag Gamescom oder was? Warum fährst du nicht mit? Weil das zu viel Geld ist, zu dumm. Das Ticket kostet nur 6 Euro für den Tag. Für dich ja, weil du Behinderten-Bonus hast. Bin nicht ermäßigt. Du kannst nur vorher im Saturn kaufen für 6 Euro. Das glaube ich dir nicht. Ist so. Ja, selbst wenn, weißt du, ich habe die Philosophie, ich gehe auf die Gamescom, weil ich, andersrum. Wenn ich auf die Gamescom gehe, kann ich mir Spiele angucken, ja. Wenn ich mich für die Spiele interessiere, gucke ich die mir lieber in der Vollversion an meiner heimischen Playstation an. Wenn ich mich für die Spiele nicht interessiere, dann gucke ich es mir erst gar nicht an. So, du verstehst. Und das habe ich zu Daniel gesagt. Und er so, ja, stimmt schon, aber T-Shirts abstauben. Ja. Das war dein erstes. Da gibt's T-Shirts. Wie oft hat er dieses Borderlands-T-Shirt an? Nie. Ja. Viel geiler wäre noch, wenn die Uploaded-Codes verschenken würden dieses Jahr. Haben sie letztes Jahr auch gemacht. Ja. Da hat sich für League of Legends übrigens viel Scheiße reserviert. Wir fahren jedenfalls Freitag und Samstag. Ja. Könnt ihr mal gucken. Wir fahren am besten so, wie wir Bock haben. Ja, ist ja schon für die Tage, haben es gekauft auf jeden Fall. Also. Ja. Kalle, es geht nicht immer so. Nee, wäre cool, wenn es so ginge. Also. War das nicht wie mit Berlin? Na, komm Kalle mit. Na, wir wissen auch nicht, auf einmal steht Kalle da. Okay, ja, das wären dann alle Fragen. Ansonsten haben wir jetzt hier noch die 2 Filmdinger, über die wir jetzt noch ein paar Minuten erzählen können, falls uns da was einfällt. Achso, ich vergesse schon nicht. Maximio 1906 sagt, na ihr euren Schiffschaukelbremser, würde mal gerne wissen, welcher Film euch in letzter Zeit so wirklich umgehitlert hat und welche Filme ihr sonst so feiert. Ganz kurz, darf ich aussteigen? Ich habe in letzter Zeit keine Filme geguckt. Ich habe letztens Napoleon Dynamite gesehen. Das ist das. Napoleon Dynamite ist so geil. Das ist das Paradebeispiel für einen Low-Budget-Film, weil ja, der Film hat ungefähr, ich habe es nachgeguckt, 400.000 Produktionskosten und hat über 46 Millionen eingespielt oder so. Also ultra witzig. Der ultra ist witzig. Auch so geil. Auch richtig geiler Klassiker auf jeden Fall. Ich habe den noch nicht gesehen. Napoleon Dynamite ist auf jeden Fall echt sehenswert. Da gibt's diese Legende. Der ist zwar halt. Es ist zwar natürlich für Verhältnisse zu heute. Das ist natürlich auch ein etwas älterer Film. Da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. So. Das ist vielleicht jetzt nicht so. Man kann es ja nicht vergleichen mit heutigen Filmen. Guckt euch den ruhig mal an, wenn ihr Bock habt und Langeweile. Oder. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool für die Verhältnisse damals. Und habt immer im Hinterkopf, dass der Film nur 400.000 kostet, das was für. Oder 40, was weiß ich. Auf jeden Fall extrem wenig, was für die damaligen Verhältnisse halt echt gar nichts war, Alter. Und über 46 Millionen eingespielt hat, so. Da wisst ihr, wie man Geld macht. Das ist der amerikanische Traum, Alter. Ich habe davon noch nie was gehört. Um was geht's da? Das wird bestimmt jetzt auch der eine oder andere da wissen, wenn du schon so... Napoleon Dynamite, das ist so ein... Ja, ich wüsste nicht, wie ich das beschreiben kann. Also Napoleon Dynamite ist halt er ist ja nicht mal richtig behindert. Er ist halt ein bisschen langsam. Ja. Ein bisschen scheint, glaube ich, ganz ein bisschen verpeilt. Der lebt halt in einem Ultra, der ist halt so ein Ultra, lebt in so einem ultra heftigen Redneck-Teil von ich glaube, ich weiß gar nicht, wo dreht das, in Nebraska oder so. Auf jeden Fall in der Mitte, irgendwo im Nowhere halt, ja. Und er geht halt da an die Highschool und
erlebt halt da so Sachen. Dann kommt so ein neuer Typ da, der heißt Pedro. Und Pedro bewirbt sich dann halt irgendwann für die Schülersprecherkandidatschaft. So. Und er hat bestimmt schon mal irgendwo, zum Beispiel Family Guy oder so, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo dieses Shirt gesehen, dieses Vote for Pedro. Ja, und wenn ihr jetzt nicht wisst, wo das herkommt, soll ich den Film auf jeden Fall mal angucken. Und mehr gebe ich euch jetzt nicht vor, weil sonst verkacke ich euch den Film auf jeden Fall. Aber es gibt eine Szene, die kann ich echt mal vorwegnehmen. Also jeder, der jetzt nicht hören will und nicht spoilern lassen will, der hört auf jeden Fall jetzt mal 20 Sekunden nicht zu. Weil die fahren halt, da fährt dann so ein, die sind halt im übelsten Dreckskaff da, ja. Und dann fährt so ein Schulbus halt vorbei, wie es halt ist dort in Amerika, ne. Ja. Ultra viele Kinder. Und du siehst halt echt diese Szene, wie so ein Bauer, ja, mit seiner Flinte da steht so, vor sich so eine Kuh. Und dann kommt der Schulbus halt vorbei, die ganzen Kinder gucken halt so raus, so, ja. Und auf einmal so, siehst du so, wie der Bauer seine Flinte hebt. Und dann siehst du halt, wie der Bus davor fährt und du hörst nur noch den Schuss so, und dann, aah! War ultra witzig, Alter. Kalle findet das schön, wenn Kinder leiden. Ja, das ist ultra geil. Ja, das ist auf jeden Fall, das hat mich letztes Mal weggehittert auf jeden Fall. Sehr witzig. Das hatte ich weggehittert. Also, willst du nochmal kommen? No. Ich habe eine Beschäftigung gesucht. Sag doch mal den Leuten, welcher Film dich als letztes richtig umgehittert hat. Was denn? Wieso sollen wir denn jetzt gewünscht, wenn wir doch alle fünf wieder hier sind? Ja, reingehittert haben bei mir welche Filme? Independence Day und Man in Black. Die sind richtig alt. Letztens erst. Ja, aber die haben richtig reingehitlert. Volle Granate. Also der letzte neue Film, der bei mir reingehitlert hat, ist immer noch The Raid. Hast du den mittlerweile mal gesehen? Und Buck kennst du aber. Und Buck hat ja noch echt so Story. Aber The Raid ist dann halt echt nur 90 Krass. Minuten auf die Schnauze. So. Ziemlich cool. Jo. Der ist aber jetzt auch schon wieder, letztes Jahr war das immer so, ne? Also in dem Jahr habe ich keinen neuen Film gesehen, der mich so richtig zerhitlert hat. Ich habe letztens den, ich bin kein Star Trek Fan, aber ich habe mir vor ungefähr einem halben Jahr habe ich mir den ersten neuen Film angeguckt. Und jetzt, letztens ist das erste Jahr der neue rausgekommen, den ich mir natürlich völlig legal im Internet angeguckt habe. Und der auf jeden Fall auch nicht schlecht geworden legal ist. Legal im Internet angeguckt. Der ist nicht schlecht geworden, ohne Scheiß. Also du brauchst auch keine Anbindung an die anderen. Und ich finde die auch sehr unterhaltsam, auch wenn ein, zwei sehr flache Witze drin sind, ansonsten ist der aber echt cool gemacht so. Wegen Benedict Cumberbatch, dem Villain, dem Gegner, dem Bösen? Keine Ahnung. Ja, das ist der neue Sherlock, der wird übelst abgefeiert. Ach stimmt, da ja. Der ist auch ziemlich cool, also okay. Sherlock. Ja. Sherlock ist auch eine coole Serie übrigens. Mhm. Gibt nur 6. Dexter ist auch eine sehr coole Serie. Meine Lieblingsserie. Dexter hat mich nicht so weggehauen. Dexter hat mich hast du gesehen? Gut. Keine Ahnung, 2 Staffeln oder so. Echt? Ja. Okay, wenn es dich dann nicht hat. Aber das, ich finde es mit dem Mordlust-Thema finde ich irgendwie nicht so lustig. Da finde ich das. Findest du nicht so mordlustig? Es ist nicht schlecht, aber ich finde Breaking Bad. Ja, also diese Mordlust gegenüber der Lust zum Crystal kochen ist halt schon was ganz anderes. Ne, nee, ich find Breaking Bad auch geil. Breaking Bad ist näher an der Realität dran. Breaking Bad ist ja. Also ich weiß nicht, immer wenn ich an Breaking Bad denke, denke ich halt so, ich weiß nicht, das ist so der alte Mann unter den Serien, weißt du, es ist zwar übelst spannend und so, aber irgendwie ist es halt nicht sexy, weißt du. Ich fand Dexter auch... Alle Charaktere sind irgendwo unsympathisch, alle Charaktere sind irgendwo hässlich, ich will die mir nicht angucken. Also ich finde die Serie trotzdem gut, ja. Deborah ist echt seltsam, jetzt aber, ein kritisches Gesicht. Na alle, nee, nicht Deborah, ich rede gar nicht von Dexter. Dexter so, bei Breaking Bad. Alle Charaktere sind irgendwo hässlich, oder? Hier ist der Jesse Pinkman, der ist ja nicht hässlich. Ja gut, Jesse Pinkman, der ist halt Standard. Der ist halt komplett heruntergekommen von Drogen, aber... Ja, aber sonst sehen die auch alle irgendwo abgefuckt aus. Naja, ja... Aber ich mag die Serie trotzdem, aber die hat halt dieses... Als wär's ein Rentner, keine Ahnung. So stehe ich der gegenüber, aber ich finde die gut. Nicht gegen Rentner. Und Dexter, wie gesagt, ich finde, das ist beides natürlich sehr, sehr abstrakt und natürlich ein bisschen realitätsfern, dass das einer Meth kocht und der andere halt seine Mordlust befriedigen will, einfach nur. Aber ich finde, dass dieses Drogenthema, gerade mit diesem mexikanischen Kartellen und so, ist halt echt mehr in der Realität, dran als ein in der Polizei arbeitender weißt du, Kriminalblut. Ja. Was ist der Blutanalyst? Ja. Genau. Der, weißt du, der selber halt die ganzen Menschen umbringt. Was natürlich auch ein geiles Thema ist auf jeden Fall. Weil er halt sich auskennt und so, aber... Was ich halt bei Breaking Bad echt cool fand, dass du dort nach und nach und nach und nach so diese Steigerung rausbekommen hast. Am Anfang haben sie so für sich gekocht, wollten einfach nur ein bisschen Geld machen und schon sind sie so in diese Überdeals gekommen und dann mussten sie eben auch mal Schritte
wagen, um aus dem Ganzen wieder rauszukommen und weitermachen zu können. Und das ist schon echt geil gemacht. So, Anna, was geht bei dir? Herr Rodes, was muss ich machen bei dem Genie? Ach, toll. Was ich noch sagen wollte, bei Dexter sind zum Beispiel alle Charaktere irgendwo sympathisch. Deswegen. Finde ich nicht, finde Dexter nicht cool. Vor allem dieses du hast noch nicht so weit geguckt. Also Staffel 4 ist richtig, richtig krass. Ich finde dass er auch keinen Sex will und so. Das ist erst halt wirklich schon Nein, das meine ich nicht. Das ist so. Okay, aha, okay, danke. Was bei Breaking Bad echt schön zu schreiben, das ist nicht so. Ey, wenn du redest, komm ins Bild. Nö. Spaß. Der ist halt so ein abgefuckter Typ. Obwohl er. Der ist halt auf der einen Seite extrem intelligent und cool. Aber halt auf der anderen Seite auch völlig nicht cool. Weil er keinen Sex haben will. Spaß, ey. Ja. Egal, eigentlich ging es ja in der Endsequenz-Rubrik hier gerade um Filme. Ja. Wir haben jetzt über Serien geredet, aber egal. Ja. Undermaker 4535 sagt nämlich noch was dazu. Habt ihr ein paar gute Filmtipps? Das haben wir jetzt schon so ein bisschen. Ja, das ist, den kannst du mal in die Kamera halten. Von diesem Bohrer habe ich das letzte Mal erzählt. Vorletzte Mal. Ja. Das ist so eine geile Erinnerung. Ja, das ist der Bohrer aus dem Feedback 6. Ja, was sagen wir zu den Filmen? 7, Fight Club, Mr. Nobody, Shutter Island, Vanilla Sky. 7 fand ich Mann. Richtig gut. Ich fand Fight Club voll schlecht. Ja, der erste ist 7. So. Fand ich richtig, richtig gut. Den habe ich 1000 Mal gesehen. Der hat mir echt Spaß gemacht. Der hat mir früher Angst gemacht. 7 ist der bessere Saw für mich. Der viel, viel bessere. Saw ist auch schlecht. Ja, Saw wurde schlecht. Die ersten waren noch. Okay. Ich fand dann 7 mal der Brad Pitt-Charakter war ein bisschen zu. Ja gut, muss auch sein, sonst hätte er am Ende nicht. Achso, ich sollte vielleicht nicht spoilern. Ja. Ja, 7 guter Film. 7 ist ein guter Film. Also wir stehen auf jeden Fall. Gute Filme, ich kenne nicht alle. Also auf jeden Fall, ich kenne den einzigen, den ich nicht kenne, ist Vanilla Sky und der Rest sind alles Top-Filme, definitiv. Fight Club, einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Davids Nummer 1. Alter, lasst euch Fight Club nicht spoilern, das war bei mir. Alter, da gibt's so eine MTV-Reportage, Alter. Da gibt's eine MTV-Reportage, wo über Fight Club geredet hat. Da wird dir gesagt, was da ist, ja. Warum das alles passiert und wieso das so ist, Alter. Guckt euch nicht diese. Ich kann euch nicht sagen, welches ist, aber guckt euch die nicht an, Alter. Weil ich hab das dann nämlich schon vorher gewusst und ich hatte den ganzen Film versaut, Alter. Ja gut, aber ich finde Fight Club funktioniert auch, also es. Ja, es. Schwer zu überreden zu. Es gibt ein Ende, ja, wo etwas passiert, aber ich finde auch. Also das kommt unerwartet. Ja, aber es funktioniert theoretisch auch ohne, weißt du? Also es ist nicht unbedingt. Ja klar. Der Film baut nicht daraufhin auf, das meine ich. Das geht nicht hauptsächlich. Aber du machst hier schon eine Menge kaputt, wenn du es weißt, auf jeden Fall. Ja, na klar. Aber egal. Achso, das kenne ich auch nicht. Ach doch, Mr. Nobody ist von Jackie Chan. Ist das Ach so. Nee, das heißt, glaube ich, nur Nobody. Ja? Egal, wenn es Jackie Chan ist, ist es ein super Film. Das steht fest. Ja. Shutter Island, weiß ich, um was es geht. Nobody haben wir auch. Hab nicht gehört, um was es geht, aber hab gehört, es gibt einen Twist am Ende und dass es in einer Psycho-Dings steht und deswegen kann ich mir schon denken, um was es geht. Wahrscheinlich ähnlich wie bei Gothica oder sowas. Ja, wollte ich auch gerade sagen, Alter. Diese ganzen Filme, die sind auf jeden Fall sehr auf Story-Twists umgebaut. Story-Twists finde ich auch gut. Ja, definitiv. Also Shutter Island ist ja genauso. Also die gleichen sich auf jeden Fall sehr so, was so Storylines angeht, auf jeden Fall, die ganzen Filme. Also Mr. Nobody kenne ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja, da gibt American History X nicht so. Ja. Vanilla Sky kenne ich auch nicht, kennt ihr den? Nee. Memento, guter Film. Habe ich den gesehen, Alter? Wenn ich den gesehen habe, ist der ewig her, dass der rückwärts erzählt. Genau. Da wird immer Szene für Szene immer rückwärts abgespielt. Okay, nicht gut. Rückwärts abgespielt, sondern ja. der Film fängt quasi hinten an. Das wäre ein bisschen kacke. Und die ganzen Szenen laufen, also die letzte Szene läuft als erstes quasi. Ja, falls euch das zu Pussy ist, guckt euch Irreversibel an. Der wird auch rückwärts erzählt und da gibt es wenigstens ordentlich, geht zur Sache. 8 Minuten Vergewaltigungsszene und Gesicht einmatschen mit Feuerlöscher und sowas. Ist das dieser neue, der. Das ist der, den ich nicht sehen darf. Nein, hä? Wieso? Was? Ich weiß nicht, wie sprichst du Irreversible auf Französisch aus? Irreversible? Ja, war schon gut. Irreversible. Auf jeden Fall der. Jo. Irreversible. Da spielt die Lucci mit, glaube ich. Monica Bellucci. Die hat es dahin gegeben für. Intensiv. Der Serbian-Film fand ich echt krass. Ja, über den haben wir, glaube ich, schon mal geredet.
Ja, und American History X hat er noch, ne? Er hat jetzt eigentlich, ach so, American History X, da kann ich kurz eine Anekdote erzählen. Tina hat einen gewissen Typen getroffen. Ich zensiere das jetzt. Jetzt. Kennt ihr den? Ja. Und da wurde auch erzählt, dass Tina hat von dem erfahren, dass er auch so quasi hingerichtet wurde, ohne hingerichtet worden zu sein. Dass sie ihm auch auf den Kopf getreten wurde, während er den Bruchstein gegessen hat, quasi. Okay. Aber ich kann mir, also entweder hat er es falsch gemacht oder er hat es erfunden. Ja. Das macht so. Auf jeden Fall wurde der übel zusammengewamst und so. Und ja, das ist auf jeden Fall schon ganz schön dämlich. Also. Ja. Er sollte sich auf jeden Fall nicht so ein Beispiel daran nehmen. Also. Deckt euch lieber eigene Foltermethoden. Ja, und nee, ohne Scheiß, das ist besser. Das ist ziemlich dumm. Und falls ihr irgendwie von der Polizei gefickt werdet, sagt auf jeden Fall nicht, ihr habt es aus irgendeinem Videospiel. Ja. Das tut der Szene nicht gut. Ja. Ja, sagt ihr von RTL. Nee, ihr habt es im Theater gesehen. Sagt das. Macht die Kultur kaputt. Ja. Die Kultur ist eh doof. Okay, ja, hast du noch einen guten Film mit einem Twist so? Mir fällt gerade gar keiner ein. Ach doch, The Others gibt's noch. Also das sind jetzt sehr viele Twist-Filme, deswegen sage ich euch mal was. Das ist eine gute Frage. The Others. Film mit einem guten Twist. Warte, das Waisenhaus und sonst fällt mir, glaube ich, gar nichts ein. Ja gut, Inception ist ja auch so ein bisschen dann am Ende, der fügt sich auch nach und nach zusammen. Ach na klar, Alter, Lucky Number 11 auf jeden Fall. Ja. Also den könnt ihr euch auf jeden Fall noch angucken. Der passt auch so ein bisschen rein in die Dingsens. Und ich glaube, Wanted hatte auch einen Twist, oder? Ich hab den Genie. Anna hat den Genie und... Ich hab Wanted so ein bisschen abgehakt, ich fand den nicht so gut. Also er war schon gut, aber nicht so. Ich glaube, er hatte schlechte Kritiken und mir wurde gesagt, er war schlecht und dann fand ich ihn aber besser als sein Großvater. Ja, genau so. Genau. Er war halt total abgespaced von wegen, yo, ich mache einen Backflip im Auto und währenddessen mache ich die Tür auf Angelina Jolie und park dann so hin und rutscht rein und so, ja. Aber ja, Guilty Pleasure nennt man das. Macht total keinen Sinn, macht aber trotzdem Spaß zu sehen. So. Aller Kinder muss selber auf jeden Fall. Passt da glaube ich noch relativ gut mit rein in die Aufzählung. Falls du den noch nicht gesehen hast, Anna Maker, das wäre für einen Tipp. Wer kennt das Spiel? Schreibt es in die Kommentare. Keiner. Ja, was spielt Anna für ein Spiel? Jo. Ansonsten war's das. Oder fällt euch noch was? Was für einen Film findest du denn mal gut, Herr Odes Arsch? Ich bin nicht ein Bild, ich hab nichts zu sagen. Du guckst sowas gar nicht, ja? Du bist so richtig Waldorf. Ja, mach. Dann sag halt nichts, Anna. Ich mach mal eben das Geräusch mal zugehen. Vielleicht noch von Sherlock geredet habe, da guckt euch die mal an, es gibt 6 Folgen, 90 Minuten lang, also es sind quasi 6 Filme im Prinzip. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wenn die dritte Staffel kommt, weil da passiert was am Ende der zweiten, was eigentlich nicht auflösbar ist, aber es wird aufgelöst. Und das ist ziemlich krass. Das weißt du doch nicht. Doch. Da wurde es ja gespoilert. Ich kann jetzt nichts sagen, aber... Jo, ja. Guckt es euch an, es sind 6 mal 90 Minuten und ihr werdet es nicht bereuen. Sherlock. Okay. Ansonsten war's das. Hat übelst lange gedauert, glaube ich. 2 Stunden. Ihr müsst jetzt mal rückwärts beobachten, quasi. Oder vielleicht schneide ich das an einem Anfang. Memento, Alter. Jo. Nämlich Kalles Motivation und Redefluss und so war erst hier, dann so, dann hier und jetzt wieder so. Müsst ihr mal beobachten. Hab ich voll beobachtet. Müsst ihr mal beobachten, habe ich. Und außerdem wurden wir von den guten Geistern verlassen. Jetzt sitzen wir hier schon noch zu zweit und Anna zuckt. Ja. Wir sind gute Geister, einfach. Aber es gibt keine Regeln. Das war echt gut. Also hier für die Trophäe noch. Das war echt nicht schlecht. Aber auch noch ein Engine-Partner. Die macht alleine, aber ich gehe jetzt. Pussy. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Dann bestimmt auch noch zur Hitler da. Als jetzt schon. Schnitt. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Kauf die Watch Dogs, es wird geil. Yeah, that was a very spectacular intro. I'm just looking for the first English comment. Ben Howard. Ben Howard. Was Howard in der Rouse? Ben Howard, Howard Rouse. What about subtitles during the German part and no English part? Oh, would that be too hard, too much work? You talk about so much stuff in German parts, but hardly in any English parts because there's not
a lot of English questions. Yeah, but you are commenting in English, so post your English questions, and to answer your first question, it's pretty much impossible to put in like 2 hours of subtitles of 4 to 8 guys talking. It would take me like a month or so, because of, you have to do a new event. Because of laziness. Yeah, no, because it's laziness. But it's true, the videos would just come for like every 4 weeks because you just can't get all the subtitles. Yeah, and then... just too much work. You have to see that, like, I mean, how many non-German guys watch this video? Like 200 people or so. And yeah, we don't... I can't argue like that, but if... 2 million people, and I don't mean that I want 2 million people to see this video, but if there were 2 million, it would make more sense for them to put subtitles in. This sounds pretty stupid and assholish, but you know what I mean? It's just such a huge amount of effort. It doesn't lohn sich. Yeah, so it's not worth it. But the point is, you just answered yourself. It's too much work, you know. And the thing is, if you have any questions and you think, hey, they're telling such a lot of cool stories in the German part, just ask whatever you want, man. And I think you're pretty much able to post 2 questions if you like to. So just You can post 5 questions. Yeah. Our top commenter Zach Pranks does it all the time, and he supports the English part pretty good. Pretty well, I mean, and yeah, do it as well, and we answer all your questions and talk as much as we do in the German part when there are as much questions. Yeah. Then there's of course the problem that Herodes is a bit lazy to talk in English because of his funny accent sometimes. Anna looks so bored when she is watching 9GAG. She's So. Yeah, so Immortalis EL is saying the same thing. Yeah, so it is too hard for us. The fuck daddy. The fuck daddy. Thanks a lot for a vacuum cleaner penis enlargement tip, Herodes. Yeah. You missed the last episode. But can you explain this mysterious white stuff coming out of my dick? Yeah, that's the magic which God and Jesus gives you. Your dick goes, the direction of your dick goes right to, points to heaven. It's stolen by a South Park episode. It's the, what does Segen mean? Was? Segen? Saw? Saw? Segen. Segen. Saw. Nein, E, mit E. Segen. Ah, it's holy blessing. Yeah, it's the blessing of God, which comes out of your magical stick. Ah, okay. Yeah, and you have to keep it for later. You have to keep it for yourself, so if it gets lost, you have to eat it again. Yeah. Yeah. Drink it or eat it. Did I miss? I mean, I watched all the episodes of South Park, but... it's one of the newer... Yeah, I watched them too. What? Because the South Park guys are pretty cool because they offer their videos for free. Yeah. You mean Trey Parker and... Yeah. As well as we do, because our videos are Creative Commons licensed. And you can copy them and load them up wherever and when and how often you want. You can even earn money. Pretty cool people. Yeah, we are pretty cool. Yeah. All you have to do is mention us and link us in the description. And self-bought people. As they are original uploader. Yeah, and for the fuck daddy, we could say more German swear words, please. Yeah, you weren't here for like 4 episodes or so. What's your... best insulting in German? The most insulting word. There's this word Fotze. Yeah, that's pretty good. That's pretty harsh. When you say Fotze, it means cunt, and it's spelled F-O-T-Z-E. Yeah, Fotze. Do it. We can do it together. Fotze. Fotze. Fot. Yeah, but the thing is, in Britain,
The word cunt is like more, you know. You can't. Yeah, you can't. You stupid cunt. They say that all the time, and the Americans are more like, oh. You said cunt. Well, whatever. So. If you say Fotze to someone who understands. It is insulting. Yeah, pretty much. If you say US in America, it's not as insulting as Fotze in German. Yeah. There's this video, there's a funny video series about German. Yeah, I just wanted to say that, you know the German language is at all very, very aggressive. And Fotze is like, like a perfect example for how you can say insulting words in an aggressive way. So there also, learn it right now. There's a video of a guy, there's a super nanny, I think you yeah. guys might, you might know it. And there's this child of like 6 years old or so, something like that, and he keeps repeating the little Lucas. Yeah, Lucas is his name. Yeah, and maybe the super nanny visits the family, and this little guy. Could you put the link into the description of the remix? Tell the story. Yeah, let him finish the story. He's jumping on his bed, repeating to his mom, saying "Fotze, Fotze," and yeah, and someone made and a remix. She says, don't say bad words. Yeah. No bad words. No bad words, Lucas. Fotze! Yeah, it's pretty sad, but pretty funny too. Yeah. Fotze. Let's hope he got better. Maybe we can think of another good word, but Fotze is pretty good to start with. Richard Faggot with a Switch Tankian in his... Best name. Switch Tankian in his profile picture. Answers to the fuck daddy. To lengthen your wang, you can get a rope and tie it. One end on your leg and another one on your penis. Every time you walk, a gentle tuck will increase its length. Just remember not to jump. That's good. That's pretty cool. Did you try that? Yeah. Sounds pretty logically to me. Good. Good example. There he good is. Advice. Sec pranks. He says I'm pronouncing his sec correctly, but it's actually short for his full name, Sekulane. I don't know. Sekulane sounds like Eastern Orientalic. Sekulane. I guess most people can pronounce that, so I think Sek is okay. Didn't quite catch the German word of the podcast, so you owe me two in the next episode. Oh, fuck. What was the last one? Kackwurst! You didn't get Kackwurst! Yeah, no, but in the last episode we didn't teach a word. It was in the sixth one. Okay, if you didn't get Kackwurst, it's like tuck. Like this, tucking your body, you know, tuck, but with a K. Kack! And then it's like worst, bad, worst, but not worse, worst. Wurst. Yeah. Kackwurst. Kackwurst. It's pretty hard, I think. You can write in the next comment where are you from, buddy, because it sounds pretty Arabic or I don't know. Is that you on your nice title picture? Hello, sir. Yeah. Higa. Yeah. Oh, okay. It's nice that we can stalk you guys, like NSA or something like that. You didn't put. Oh, you gave Nostra Feedback Episode 3 a positive rating. That's so kind of you. Because of Robert. Yeah. Yeah. Because of this trust. Yeah. Tell us where you're from, buddy. Yeah, he's got a couple of questions more. Yeah, maybe just another swear word for him. I think he's coming from Iran or something like that. If we insult each other, we usually use funny insultings and not real insultings. I think so. Besides Spast and I don't know. I could teach you Schwuchtel, which means faggot, but you shouldn't use it. You shouldn't use Fotze as well. Right? Neither, I mean. But. What's a good insulting in German? Yeah, you're free to talk in German. I think we already gave him some. Yeah. So. But he demanded two because we missed this section last video.
dasselbe. Hurensohn. Hurensohn ist geil. Ja. Hurensohn. Hurensohn. Just son of a bitch, so. Ja, yeah, son of a bitch, but it quite. Nah, yeah, it's not. Yeah. Bitch is more like Schlampe. And Hure is whore, so it means whore, son of a whore. Yeah, Hurensohn. Can you tell that? Can you say that? Yeah. Anyways, next one. Yeah, he wants a shout out to his cousin Abul Fazal. Abul Fazal! Abul Fazal! Go to heaven! Have a good trip and remember me in your prayers. Abul Fazal could be the real name of Fortune, in my opinion. Abul Fazal! Abul Fazal. Fortune. So Fortune is called Mario. So. Yeah, I know. But it could be Abdul. Ne, nicht Abdul. Abul. Okay. Abul, yeah. He's going to Iran. Iran. I don't know how to run. Iran. 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 Where did you run? Run? Where did you run? Iran. Do you get the pun? Iran. Where did you run? I ran into Afghanistan. A rocket. And it exploded. No, just yeah, having fun. You need to have a good trip and remember me in your prayers. Have a good trip and remember me in your prayers, Abul Fazal. Shout out for you. I think he means remember him in this but. Yeah, remember Sack Pranks, Sakhalin. Sakhalin. When you're in Iran. Sakhalin. Doing crazy stuff. Sakhalin. You need to do something about the English section. These effing English speaking fans are not posting comments. Maybe you could do something like comment question of the day with Ray William Johnson. You used to do this videos before. Well, you know, if the English people don't have a question, then. You know, and they don't post, but if you have a question and I mean, you're complaining about that we're not answering enough English stuff, you should just post more English stuff. Yeah, I mean, see it like that. When nobody else posts anything, it's like your section, you can ask. We call it not the English section of this video, we call it the Sack Pranks section of the video, where you can ask us anything. Of course, anyone else can ask us too, so. Mm. Just don't complain about the length or the content of the English part if you didn't post a question which you want to be answered. Yeah. Next one's cool. By the way, Rhoda's plays too innocent. He needs to be more aggressive like Daniel. Stand up for himself. I think you should step up a notch on picking on him. You don't get that. What does it mean? We should improve our annoying skills. Against you, you know? We have to annoy you a bit more. Muss auf jeden Fall mehr abgehen. Mm. I'm sorry, Rhodes, but it's for your own good. It's a cruel world out there. Better start early so you can deal with all that shit. Pretty have passed through the puberty and have a bit. Have a bit. It's all love. That's really funny. I see it. I saw it coming because. Yeah, waited. It's all love. Because he banded, or he bent, I don't know if it's an irregular word. He bent down to pick up the dildo like he's doing when he's sent to jail. Anyways, yeah, was that the last question? No. World-worn child. The guy in black ruins the whole video, yeah. Says before uni, but he's a German guy and, yeah, the German guys, yeah, we're pretty annoyed by our fan who visited us for 2 days. And yeah, he wanted to share his feelings with the English guys. Yeah. I know that, so World Worn Child, I know there was a question about it in one of the last feedback episodes, but since it was in German, do you guys ever use or use drugs, not necessarily doing the filming of the videos, but in life in general? Also, I know the German rave scene is huge. And are you, yeah, since the techno viking it is, are you part of it? Oh, and the question was, wie steht ihr, oh yeah, so you just repeat it in German. Yeah, and then one last thing, I myself speak French, any of you do?
Est-ce que vous collectionnez des canards vivants? J'ai une petite bite. J'ai une petite bite. Alt! Pas mal. Yeah. That's basically all I can say in French. J'ai appris français à l'école et... et oui, c'est bon. J'aime Paris très, très beaucoup et... je veux nique ta mère. Shut up with your... I don't take French. Drugs, but I drink alcohol. It's the only drug I take. Yeah, for that whole drug question, just do whatever you think you should do to do every experience you want yeah, to do. Yeah, but he asks about us and what he should do. Yeah, you know, talking about taking drugs is not always that cool, so... Yeah, I wanted to say some of us might do some drugs from time to time, but, fun fact, actually never while we are filming or before we are filming, just for fun in the evening or on a party or so. I don't do any kind of drugs, I told it already in a few videos, but yeah, actually never, because we need the community of Selbstbewusstsein, the self-conscious confidence, self-confidence. Yeah, we don't do drugs to get self-confidence. That was basically what I wanted to say. We really are that fucked up in our head. Yeah. So you shouldn't do it either. Yeah. Yeah, I found it funny that Robert Thicke, you know the guy with the new Blurred Lines song, he just said, yeah, I smoke marijuana a lot, and because it's my inspiration and help. It's pretty funny because he's now because of this song, he's such a great star, and he's like, yeah, of course, because it's just not that a lot of people smoke weed. That's what I wanted to say. So crew, we had it because we discussed the pirate party, yeah, in Germany has a Wahlplakat, and it says legalize weed. And what's your opinion about it? Would you say that people would do less drugs or smoke weed less because of it being free? I think people or would, legal. I think people would do more, but not such a great amount more. Just a little bit. Because my thoughts were that the people starting to do or to smoke weed, the age would be higher because the coolness factor is not there. And I think there would happen less accident by some people who put stuff into the drugs to buy them by higher price because they're heavier, you know, putting stuff in it, into it. It strecken. Stretching, yeah. Stretching the You know what I mean? I think faking the amount of... Yeah, maybe because sometimes they put stuff in it which is not that healthy when you smoke it, and some people die because... Oregano. Yeah. Oregano. Because of smoking bad weed. Oregon. Which is not... Yeah. Not... I would say yes. Do whatever you like. Legalize weed for me always. I would say the people... there would be a small race of people consuming or smoking weed, but then it would be and down again, and then it would be less than it was before. My thoughts about it. Yeah. Anyways, Kruf 3-2. Hi from Belarus. Is that a country? Mm. No, it's no, it's a city. In Russia, I guess. Yeah. No, right? Russia. Yeah, somewhere in Eastern because Europe. Because he asks, what do you think about Lukashenko? And I think he is the dictator of White Russia. Ah, you already googled this guy. Yeah, great. Alexander. Oh, does he have a small... No, he has a big Hitler mustache. Yeah, he's the dictator, isn't he? Oh, yeah. Oh, yeah, there it goes. They say that he's the last dictator of... They say that people say that he's the last dictator of the an European country. Yeah, just for the record, I knew it without Wikipedia. Mm-hmm. Yeah, I don't know him that good, but dictators suck. So,
I mean, they could make good decisions for their yeah. country and the people, but I don't think it's that good that one person has so much power and can do whatever he likes. I mean, Obama and people like that have much power too, but yeah, he can't decide it for his own that much as a dictator can do. And I heard that the Queen of England doesn't have to, has not that much power, but there's this rule. If I'm talking bullshit now, I'm sorry, but there's this rule that if there's some kind of emergency, she has some law which gives all the power to her, and then she can do whatever she likes, you know? That's very fun. I think yeah, you know, I heard it. Yeah, which is not, you know, tradition is shit and cleverness is the aww. Shit. It's the shit, yeah, that's yeah. it. Cleverness is the shit. Yeah. Yeah, so I mean just you know, dictatorship is not bad at all. But if a stupid guy or a stupid girl or whatever, a stupid cunt, stupid fuckser got the right to do whatever the fuck he wants in a country, then it's shit. But if that's the most intelligent guy from a country, then it could be good, but it's also yeah. Yeah, it's dangerous because you never know what he wants to do. For me, it's politics, so there's always a yeah. different. Democracy is a good thing in my opinion, but it has also its flaws because the majority is pretty dumb, and that's why democracy can be pretty dumb yeah. too. But for me, it's like the best that we have right now. It would be perfect if there were a small, if there was a small group of elite people, the most intelligent of a country, or experts on any levels, any social aspects, science aspects, you know, and they should lead the country. But yeah, just go on watching funny videos. Of course there's corruption, so theoretically it would be perfect if a small group of elite people would lead us, and they every one of them has the same power, but in practice, I don't know, it's always about to turn out bad. Yeah, Anna says it smells pretty bad. And I'm talking too much English at the moment, and I'm verhaspeling myself all the way through. So that's why this was the last question anyway. So whilst Kalle is watching gay porn, I say goodbye to you guys. Post more questions. Gay porn. No, the comment section. Do whatever you want, but don't complain if it was too short and you haven't. No, don't do whatever you want. Post more questions into the comments. Okay, if you post more questions, he has to answer more of them. Yes. With his great accent. Yes, and this dude. Okay, guys, it was pretty nice having you. Ja, schade. Penis. Look at him, he's ugly. Oh, my arm. Look at this arm. I'm pumping every day, not... Spaßt. Spaßt.